So, wir können jetzt auch absolutes Chaos machen, Gefahren überall. Mach mal Chaos. Chaos, okay. Chaos. Anzahl KI maximal, Schwierigkeit manchmal mittel, weil ich glaube, das ist ganz schön heftig für uns. So, jetzt haben wir halt dann die letzten zwei Slots werden durch KI aufgefüllt. Kannst besteuern? Ja. Ja. Also, ich hoffe, die Ping ist noch nicht allzu hoch oder sowas. Ich sehe keine Ping. Okay. Ja, das Spiel ist ja sowieso nicht so, dass das jetzt so perfekt, sag ich mal. Aber ich konnte jetzt gerade die Time Machine auswählen. Ja, ja, weil ich die freigeschalten habe, klar. So. So. Oh, da sind jetzt schon. Oh, hier sind schon Gefahren drauf platziert. Da waren schon Bubbles drauf. Zack. Und es gibt keine Ränder. Gar keine Ränder. Ich komme gar nicht zum Bauen. Es gibt einfach keinen einzigen Rand. Oh Gott. Wo bin ich? Du bist dieses hellgrüne. Das glaube ich ganz hinten gerade ist. Und raus. Und raus. Oh, ja, ich auch. Ey, ne, das war unfair. Ich glaube, wenn die durchsichtig sind, kannst du nicht auf sie schießen. Achso, das war der Bot. Wieso habe ich eine Waffe? Gegner kicken sich schön. Ah, selber raus. Ja, fand ich auch gut. Da habe ich wenigstens noch ein bisschen Punkte gemacht. Ich muss echt darauf achten, dass ich better bin. 1. Ja, du bist grün. V1 bin. Du bist der grüne, hellgrüne. Aber es funktioniert. Das ist doch nice. Frage natürlich mit wie vielen Spielern. Ja, Moment. Dann geht's weiter. Oh Gott, das bewegt sich. Ach, ich kann nicht. Irgendjemand anderes muss jetzt zuerst. Bevor... Ja, ich hatte schon. Okay. Ich hatte als allererster. Musste der Bot noch. Das ist cool. Nix nischt. Wie gesagt, der hätte es sogar. Ah, ich bin raus, ey, weil die nach dem Start dieser verfickte Poller ist. Dafür hättest du sogar gar nicht kaufen müssen, aber wir könnten jetzt, wenn zum Beispiel mit dem Remote Play, da ging es bei mir immer nur mit ich glaube, bis zu 2 Leuten. Und du könntest es quasi online, ich könnte Leute hinzufügen und dann geht man in die Online-Lobby und dann haben wir die trotzdem dabei. Oh no! Danke fürs Anschubsen, Body. Jetzt fällt Felix mir einfach weg. Ah! Tschüss! Das war keine gute Idee. Oh, no. Und tschüss, wenn ich raus. Ja. Hey, die Brücke, die rumfährt, ist halt echt. Echt mies. Alle geben Gas so und du denkst so, scheiße. Mein Ziel. Mein Ziel. Alle abgezogen hier. Meine Endpunkte. Ist halt jetzt ein bisschen chaotischer. Durch den Modus und durch die Anzahl. Mm. Also, Sachen mit Hindernissen drauf finde ich eigentlich eine ganz geile Idee. Da muss nicht mehr wählen Hindernis oder. Oder Ding jetzt. Hier, ich mach mal. Da ist jetzt ein Boost, okay. Oh Gott. Ein Boost, danach direkt eine Kurve ohne Kante. Wo willst denn du hin? Achso, du hast noch einen Boost. Naja, weil ich konnte mich nicht bewegen, während ihr alle gemütlich setzt. Ja, du kannst den Bildausschnitt nicht so einfach wegziehen, ja. Das geht natürlich online besser. Och nö, Felix, lass das doch. Lass das doch. Ich sehe es doch genau. Das wird so mies. Oh, jedes Mal dieses verfickte Ding dann am Anfang. Oh Gott, ey. Hilfe. Zack. Minen. Ich habe noch gemütlich 2 verteilt. Tschüss. Ey, diese Öffnung dort. Und dann halt wirklich keine Bande. Null. Da noch mehr Minen. Die Minen sind doch eher für die nächste Runde. Oh Gott, ich bin einfach direkt rausgeflogen. Ich hab irgendwas verpasst. Irgendwo. Guck mal, der Mann, dieser Fette war direkt auf mir drauf. Jo. Nein! Es fährt einfach weg. Ja, die Bots fahren ja noch. Aber die fahren übelst gesittet, ne? So. Ich bin riesig, mach Platz. Alter, ey. Ich bin immer noch riesig. Ah. Ich bin tot. Ja, ich auch. Also sage, die Bots sind gar nicht so kacke auf Mittel, gerade bei den ganzen Chaos-Sachen. Deswegen. Du hast Mittel eingestellt. Ich habe Mittel eingestellt, weil Hart noch schwerer ist. Toll. Also. Das ist jetzt schon echt peinlich. Ich werde von den Bots überholen. Ja gut, ich wurde auch gerade die Runde vollkommen deklassiert. Ist klar, mit 1600 Punkten. Natürlich. Ich nehm das, da kann man ein bisschen mehr fahren. Ach, komm.
Hier, ein bisschen mehr fahren nach oben. Ach du Scheiße. Ja, komm. Dieses Hin- und Her-Brücke ist ja so schlimm. Du kannst auf das Ding noch was platzieren, auf das Ding, was es sich bewegt. Echt? In der Mitte. Ja, du hättest den Booster auf das Ding in der Mitte platzieren, das sich bewegt. Kannst du wahrscheinlich aber auch ein Hindernis platzieren da drauf. Ich glaube, das hängt übrigens von den Punkten ab, die man hat. Boah, Leute. Ja gut, das ist natürlich eine angenehme Variante. Da nehme ich den ersten Checkpoint doch komplett für mich mit. Ey, das gibt's nie. Oh nein, 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 nein! Aha, och nein, verdammt. Schwein gehabt. Ich rette mich gerade noch so, dann kommst du von... Ey! Boah, ich halte es rückwärts. Habe ich beim Mash doch immer gemacht. Oh nein, rückwärtsfahren ist schwierig. Rückwärtsfahren ist echt schwierig. Ich hab's geschafft über diese verfickte Brücke. Du kannst sie noch groß machen. Du kannst nämlich Leute ziemlich heftig rausschieben, wenn du groß bist. Nee, nee, nicht rausfliegen. Jetzt muss ich den das Safe runterfahren. Ich brauche den Checkpoint. Ich brauche den Checkpoint. Ach nö. Und das weg. Toll. Also wenn man groß ist, glaube ich, der Computergegner hat alle geblockt. Außer mich. Außer dich. Ja, ich wollte gerade sagen, wenn man... Oh nö! Ich bin nur weg. Also wenn man groß ist, gegen viele Sachen immun. Ich glaube auch dieses Schleimzeug ist einfach bei mir zerplatzt, wo ich durchgefahren bin. Das ist schon ziemlich geil, dann groß zu sein. Hast halt den Nachteil, wenn du, dass du Banden kaputt machen kannst. Und einfach getroffen wirst. Ja, Felix, die Endpunkte sind wichtig. Also Chaos ist doch keine so geile Variante. Schieb's einfach auf die Ping. Es muss an der Ping liegen. Das ist die Ping. Es muss an der Ping liegen. Woran denn sonst? Das ist super. Hämmert. Ansonsten zieh einfach rüber. Der Bot kann es wahrscheinlich auch ohne, dass du da bist. Das wahrscheinlich liegt es eher an mir. Und zwar hat er auch noch, wenn du gesetzt hast, Zeit. Das ist Waffen, ne? Ja, okay. Siehst du, du kannst es um die Mitte setzen. Auf das Ding, wo es immer durch rumfliegt. Das ist jetzt auch eine viel längere Strecke, ne? So, jetzt fängt er anscheinend erst an zu setzen. Ja. Oh Gott. Oh Gott. Wobei nach außen wahrscheinlich fieser gewesen wäre. Weil ich das hätte drehen können, um es nach außen zu machen. Rewrite back duschen. Okay, ich glaube, Sono macht sich fertig, dann... Oh Gott! Hier passieren Dinge. Vor allem jetzt hat's gerade geleckt. Das tut mir leid. Alles gut. Wobei ich glaube, da hat's irgendwie Sachen sehr schnell rausgeglitscht. Hättest du, glaube ich, generell nicht so viel machen können. Boah, ah! Jetzt wäre abkürzend geil gewesen. Ich bin voll nach unten auf die andere Strecke gefallen. Oh Gott! Hallo! Ich bin raus. Ja. Ich habe alle geblockt und dann einer ist durchgekommen. Geh weg mit deinem komischen Langsam-Mach-Ding. Ah, Alter, der Bot ist einfach so overpowered, ne? Hä? Guck mal, hier ist der gefahren? Der fährt auf zwei Rädern gemütlich. Der ist auf den Kopf gefahren bei mir. Oh no. Ey, ich hör doch auf, mich umzudrehen. Das ist doch absolute miese Brise. Ich wurde dreimal irgendwie umgedreht aufs Dach. Und das dritte Mal hat mich halt gekillt. Ja, super. Leck mich. Yo, und wieder raus. Ich mochte den langsameren hier Artillerieschlag lieber. Nein! Nein! Triff ein Gegner mit jeder Waffe, hab ich gerade gekriegt. Oh Gott. War das knapp. Ich bin ein bisschen... Yes. Da sind wir zumindest ans Ende gekommen, ey. Alter, ist das, ja, ist das übles Chaos. Also der Modus hat Chaos verdient, den Namen. Mm. Chaos habe ich in meinem Kopf auch. Also
Also Chaos, nee. Das ist zu viel des Guten. Das ist zu viel. Da bin ich. Wir können ja, ich glaube, ich kann dich einfach mitnehmen jetzt. Also du siehst jetzt logischerweise auch meine XP und sowas. Und was ich so freischalten würde. Ich glaube, ich kriege auch für deine Sachen, die du jetzt gemacht hast, quasi XP. Was ein bisschen lustig ist. Treffer mit platzierte fester Barriere. XP bringt das, wenn du Leute mit Barrieren raushaust. So, klassisch Rolls du. Hier, ich habe KI-Mittel. Soll ich mal Abkürzung erlauben? Felix? Soll ich Abkürzung erlauben? Erlaub mal. Okay, KI-Mittel lasse ich aber. Das ist ein ich probiere mal Rolexis hier. Felix ist, glaube ich, abgelenkt. Achso, du guckst wegen den Antworten von deinen Kollegen. Ja. Der hat gerade geschrieben, ich bin Vater, also schon 4 Stunden wach, da habe ich geschrieben, also wie ich, bis auf das Vater. Hey, ich habe mich um 9.20 Uhr einen Wecker gestellt, damit ich um 10 pünktlich in Anführungszeichen da bin. Ich bin so, ich wurde bloß von Lumi ein bisschen geweckt. Ja, der hatte letztens, den nennen wir im Betrieb immer Kegel wegen meinem Bauch. Hm. Letztens hatte der wir haben solche Absperrkegel, halt so wie so ein VLC-Player, ne? Ja. Und ja, da hat er ein Bild von WhatsApp von mir ausgedruckt und das oben an dem Kegel befestigt und da habe ich so gesagt, ich so, das geht Drache. Ich glaube, man kann eine Schau. Ja. Und da habe ich den 6 von 6 Uhr an mit Reels zugebombt bei Insta. Mit Reels zugebombt. Mhm. Das ist auch eine Begrifflichkeit, die ich noch nicht so oft gehört habe. Ne, der hatte, warte, ich mach gleich ready. Ja, ja. Der überlegt dir das. Der hat mir sein Insta halt gegeben. Und bei Insta gibt's halt diese Kurzstories. Ja, ja. Und ja, ich weiß schon. Der hatte mir immer erzählt gehabt, so, weißt du, Felix, ich lieg so im Bett. Also es war werktags. Ich lieg so im Bett. Und ab 4 Uhr kommt auf immer so Ding, 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 Ding. Und da wusste ich, du bist wach. Okay. So, dann mach doch das Ding aus. Und die so, der so, nee, es könnte ja irgendwas Wichtiges sein. Auf jeden Fall hat mich meine Freundin ein paar Mal geschlagen. Es ist so gepufft. Mhm. Also das ist was, also erstmal schlafe ich ja mit Lumi nicht nebeneinander. Mhm. Aber ich habe mein Handy, ich glaube, zu über 90% der Zeit auf lautlos. Komplett lautlos. Ja, ohne Vibration, ohne Ton, ohne irgendwas. Meins ist auch stumm. Da habe ich eigentlich angefangen, wo ich angefangen habe zu arbeiten, damit ich meinen Arbeitskollegen nicht nerv. Aber ich finde es am Wochenende auch nicht so schlimm, wenn dann nichts kommt. Wenn ich irgendwie 200 E-Mails kriege von irgendwelchen Werbesachen, dass das nichts macht. Finde ich eigentlich so, ganz gut. Ich nehme jetzt mal den blauen. Nimm mal, ich habe jetzt so ein Ei genommen. Mm. Um es mal nett auszudrücken. Ein. So, wenn du das machst, mach ich das. Andere Richtung. Fängt direkt gut an. Direkt nach dem Start muss man erstmal nach rechts, nach links fahren. Und dann gibt's eine Rampe, die dich rausfliegen lässt. Weil ich glaube, die Abkürzung kriegst du nicht. Nee. Ja, so mein vom. Ach so, das meintest du. Mhm. Ach, geil! Als ob du da noch durchkommst! Als ob, ich glaube, du bist sogar Erster. Das war gut jetzt. Als ob du da noch ins Ziel gekommen bist. Ja, genau, erster Platz hast du gekriegt. Nice, ey. Oh, sehr gut. Okay, da wird das gejoinkt. Dann nehme ich erstmal das. Ende habe ich jetzt gar nicht mehr gesehen. Der hat den Ventilator vor dem Dingens hingesetzt und nie danach. Nö, nicht fliegen. Nee. Ach, fuck. Das haben wir auch raus. Dürfen die Bots wieder alleine fahren. Ach, da sind wir wieder. Nee, du kannst es halt nicht sehen, wo es ist. Das ist so random. Ja, das ist... Und muss halt langsam fahren, ich denke nie dran. Also mein Nemesis ist diese Plattform, die hin und her fährt. Ja, und ich wollte eigentlich den Ventilator noch auf die Plattform draufsetzen. Ich glaube, das geht nicht, oder? Doch. Okay. Aber der hat das da vorgesetzt, weil ihr alle euch noch bewegt habt. Hm. Hast du daneben gezielt, sagst du? Hm. Ja, mal das.
Er hat wieder dieses beschissene Ding genommen, ey. Wie komme ich denn hier rangeploppt? Nee, so rum nicht. Ah, so ging's doch. So rum. Schön nach oben fahren. So rum. Was? Nee, Sono ist es nicht. Sono ist duschen. Das ist mies, Alter, diesen. Diesen Bombe auf den beweglichen Teil in der Mitte, ja, das kannst du machen. Das geht. Sag ja, du kannst da Hindernisse drauf platzieren. Kannst du wahrscheinlich auch diese Barrikade drauf platzieren, diese Baustellenbarrikade. Boah, was? Tschüss! Alle raus! Das ist mein Check. Gegen die Bande geflogen und dann hast du noch einen oben drauf gesetzt. Alter. Ich hab noch einen Einzel-Checkpoint. Oh Gott, der Wind ist aber auch nicht geil an der Stelle. Dieser Bumper direkt nach diesem scheiß Ding. Ja, der Wind davor macht's auch nicht einfach, wenn das Ding gerade nach rechts fährt, da drauf zu kommen. Ich hatte gerade schon wieder fast rausgeheatet. Ich hatte vor allem übel nach vorne geheatet. Weil irgendjemand auf die schlaue Idee gekommen ist. Ja? Das war der Bot. Ich hab nichts damit zu tun. Dieses Kackding direkt nach dem Start. Das war der Bot, ich hab nichts damit zu tun. Ich hab's noch ins Ziel geschafft. Ich glaube, da habe ich mich wieder ein bisschen aufgeholt hier in der Runde. Durch die ersten zwei Checkpoints vor allen Dingen ganz alleine. Yum, 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 yum. Und den ersten Platz. Bot. Nee. Doch, ersten Platzbonus habe ich gekriegt am Ende. Meinte ich. Okay, machen wir jetzt Fall. Alles klar. Sehe ich ein. Da kann man es manchmal abkürzen mit einer Sprungschanze. Entschuldigung, ich lasse dich erstmal platzieren. Die Sprungschanze dort an dieses Ding setzen, wäre natürlich. Du bist okay. Hast platziert, oder? Jetzt setzt ja dort einen Poller hin, welcher. Hey, das bin ich? Du Schatzkeks. Ja, naja, du setzt da einen Poller hin, statt da eine Sprungschanze vielleicht mal. Also, warte mal. Platz für eine Sprungschanze. Ich musste jetzt auf die beweglichen Plattformen die Poller setzen. Ach Mann, ey. Ich werde mich selber dafür so hassen, aber ich fand's lustig. Brumm, brumm. Oh no! Tschüssi. Da war ich. Keiner ist reingekommen. Keine 10 Meter, alle tot. Moment, sind wir neu gestartet, oder? Ja, komplett neu. Nein! Tschüssi, Ben. Ah! Ich hab den ersten Checkpoint nicht! Du hast mich mit dieser scheiß Kugel getroffen. Da konnte ich nicht mehr lenken. Ich schaff den ersten Checkpoint nicht. Ah! Hey, was? Du hast abgekürzt! Ja? Du hast abgekürzt, du Sau! Ne, ihr habt mich runtergestoßen. Ja, dann geht's halt weiter. Aber du musst. Als. Oh, Moment, wo bin ich denn? Warum krieg ich denn das nicht? Warum dürfen nur die Bots respawnen? Hä, was? Nur die Bots respawnen? Ja, es sind nur die Bots respawnen, ich nicht, bei dem Checkpoint. Du bist auch respawned, du bist sofort rausgeflogen. Nein, ich bin nicht mehr da. Ich bin doch die gelbe Kugel. Okay. Es respawnen immer nur zwei. Und ich nicht. Ben. Da, Pech. Ich komm nicht mehr, nur du. Also das ist ja aber... Nächstes Mal, ansonsten müssen wir halt... Hey, jetzt bin ich erst gestorben, glaube ich. Ich war irgendwie noch am Leben. Ich glaube, das buggt mit Abkürzung. Nee. Hä? Wir warten einfach bis Ende der Runde, wenn du dann beim Streckenauswählen nicht drinne bist, mal. Ich glaube, das Abkürzung-Ding ist übel verbuggt. Hallo Sonix, willst du mitspielen? Du musst das Spiel nicht haben. Erster! Per Remote Play. Ja, es ist eine Nullrunde für mich dann euch, ne? Oder du wartest noch kurz, dann krieg ich wenigstens die XP. Ja, also dann kriegst du Gewinne, ne? Ach nee, du kriegst keine XP, das ist mein Account. Ich krieg die XP. Also ich bin echt da. Jetzt? Ja, das ist ja nicht dein Account. Boah. Ist ja jetzt, als würden wir lokal bei mir spielen. Aber stimmt. Deswegen, du kriegst leider keine Level-Ups. Schweinerei! Du kannst auch Elden Ring weiterspielen. Ich wollte es dir nur anbieten, wir suchen noch ein paar Mitspieler. Anstatt Bots. Aber ich bin wieder da. Muss ich halt jetzt reinklotzen. Lass mich durch. Ich hab's schon wieder verkackt. Aber ich bin da wiedergekommen. Ja, wenn die anderen durchs Ziel fahren, während du noch runterfliegst, dann ja, du den Checkpoint aus. Ne, der Wind, das himmlische Kind, hat mich gefickt. Mich hat's durch diesen Potter.
Scheiße. Wie jetzt? Der Poller aber gerettet. Ja, aber der nächste Poller hat dich dafür komplett gekillt. Ja. Der Wind, Alter. Nee, nee. Ja. Als ob du da durchkommst. Du musst es laufen. Ist das... Hä? Was ist denn jetzt los? Ich glaube, das ist durch das Abkürzen, da passieren komische Dinge, dann kann er nicht mehr richtig mitkriegen, wer vorne ist eigentlich. Mm. Weil du hättest hier, glaube ich, runterspringen können. Also wir sollten, glaube ich, Abkürzen ausmachen. Mm. Ist es nicht wert, die Bugs, die wir dadurch haben? Naja, der... Wir waren so weit vorne, würde ich eher sagen. Ja, aber eigentlich sollte der vorne sehr gut sein. Tschüssi. Tschüss. Ich brauche den. Moment, ich lese gleich. Hä? Ich spiele erstmal Elden Ring weiter, dann spiele ich noch DLC ready. Du hast ein halbes Jahr für das DLC ready. Sonics, ein halbes Jahr. Entschuldigung, Felix, was war? Alles gut. Alles gut. Okay, ein Vierteljahr, nicht ein halbes Jahr, aber das ist trotzdem über ein Vierteljahr. Ja, Felix rockt das hier gerade ein bisschen. Gefällt mir nicht. Oh. Ach so, ja. Platz 1. Du bist von uns allen Platz 1. Erstmal eine Wippe bauen. Erstmal eine Wippe bauen. So, jetzt machst du jetzt die Sprungschanze wohin? Da einfach auch, damit man nicht. Ja, das ist natürlich eine komplette Umgehung des Hindernisses, glaube ich. Aber ich durfte nur eine bauen jetzt. Der Sprungschanze ist nur eine, glaube ich. Gut. Ach, da war eine Sprungschanze. Oh no. Ich will das nicht haben. Nehmt ihr doch das, den Shit. Haut der mich komplett raus. Nee! Alle Hunden. Das Ding ist halt rechts und da ist halt ein Windding. Ja, das hab ich ja gelegt. Das kannst du dir halt... Okay, es ist nicht rechts, dann geht das. Strong, cool. Ein anderer Band eigentlich. Sehr schön, jetzt kann ich wieder einen Checkpoint für mich gönnen. Gönjamin! Lass mich doch mal lenken. Oh Gott. Och nö! Alter. Die drücken aber auch einfach weiter durch, ne? Ja. Ich wollte nach rechts lenken. Nö, da wird Gas gegeben. Oh no. Oh! Ich hab uns beide gekriegt. Ja, du hast uns fehlt. Hä, hey, was machen denn die Bots? Die zielen ja nicht, weil die fahren einfach gerade drüber und hoffen. Und hoffen, dass sie geschubst werden. Gut, das ist eine weitere Chance für uns, das richtig zu machen. Hä, okay, die Bots können mit dem Links-Rechts fahren gar nicht umgehen. Halten das mal fest. Für sie. Ich auch nicht. Moment, da war kein Links-Rechts fahren, da war einfach nur fahren. Na, eine Kurve. Ach so. Ich hab's nicht so mit Links-Rechts fahren. Kurven sind ja auch echt schwierige Hindernisse, hast du recht. Ja. Ja, ist lecker. Hey, nicht schubsen. Ich hab Joghurt im Glasauto. Nee, zum Rucksack. Ja, aber ich habe ja so ein Glasauto, deswegen wollte ich da noch irgendwas damit sagen. Du hilfst den Bots, wenn du die Sprungschanze vor so ein Ding setzt, weil die mit dich drüber fahren. Ey! Ich bin groß beim Runterfallen. Ah, ich bin wieder da. Ich muss Gas geben. Oh, da war das Ziel. Geil, hast du das gesehen? Du hast dich, glaube ich, reingeworfen, oder? Ja, mit der. Ich bin zur Seite gehievt worden und habe dann die... Yes! Ja, okay. Hab dann die Schrotflinte benutzt. Geil. Ja, hab dann die Schrotflinte benutzt, um. Ja? Ja? Um mich reinzutüdeln. So, wer zuerst rausfliegt, ist raus. Ja. Sehr gut. Sehr gut. Vor allem, du bremst halt noch, damit ich nicht dort langfahren kann, weil ich von da links. Ah, der Felix, ey. Spielt einfach viel zu optimal. Ja, du musst eigentlich nur fahren. Ah, jetzt nicht mehr. Ja, genau, doch. So macht man das, Leute. Gut, jetzt kannst du in dem Screenshot schlecht beweisen, dass du gewonnen hast. Nee, ich habe trotzdem einen Screenshot gemacht bei Better Ben TV 1. Ja, das bin ja ich natürlich. Hallo, ich bin der Erste. Das ist Better Ben. Cool, ich habe Holz. Ach nee, du Holz. Das ist leider meins. Aber warum bist du? Das ist halt der Nachteil. 30.000. Aber sonst haben wir halt keine Bots. Ach nee, das sind 360.000. Ja. Zugbrücke, Alter. Ja, die, ja. Du hast ein paar Level gemacht. Level 9? Ja, ich bin Level 9, ja. Paar Level. Ich war irgendwie Level 5, wo wir heute gestartet haben. Okay. Also,
Die gehen super schnell. Ja, das geht noch. Individuell kann ich jetzt hier machen. Achso, Abkürzung erlauben erstmal aus. Was ist denn individuell? Wände an Ecken gefahren bleiben, so wie es dir gefällt. Waffen auf Strecke. Aha. Überall. Auf Strecke. Gefahren platziert. Auf Strecke. Überall. Anzahl KI Max. KI-Schwierigkeit. Wandeinstellung. An Ecken. Umgebung jede. Achso, ich kann ja auswählen. Lol. Ist mir egal. Renntimer. Plötzlicher Tod. Ja, so ist es gut, oder? Ja. Wir haben jetzt, glaube ich, einfach mehr gefahren. Und der Rest bleibt gleich. Mach ich jetzt noch Enter, muss ich mal drücken. Okay. Ja. All Access ist scheiße. Das sieht kacke aus. Achso, du guckst mal wegen deinen Leuten? Nee. Achso, du hast schon ready. Entschuldigung. Ist irgendwie an mir vorbeigegangen. Sowas aber hoch. Oh, das sieht gut aus. Und da oben ist direkt die Holzwand. Aber die geht hoch und runter, die ist nicht immer da. Ha! Ausgedribbelt. Ich weiß nicht, ob das ausgedribbelt ist. Ich hab's ja ausgesetzt, das meinte ich. Ja, die Wand geht hoch und runter. Moment, hast du das? Mhm. Nee, das ist der Bot, oder? Ja. Das sind aber jetzt viele Wände an einer Stelle. Netter Bot. I don't know, wie nett ich das finden soll, weiß ich noch nicht. Alter, ich werd einfach komplett. Ja. Ach ja, hier kommen die Wände. Eventuell, potenziell. Ich bin bei der letzten Wand so. Tschüss, Felix. Mach rechts raus. Ich dachte mir schon die ganze Zeit, okay, zwei waren schon unten, die dritte muss eigentlich oben sein. Null Punkte, Alter. Das ist nicht so schön. Oh, da oben ist eine schön lange Strecke. Lange Strecken gefallen mir. Machen die Strecke richtig schön lang. Hier. Könnte ganz viel platzieren. Wäre nicht nach außen sinnvoller? Moment, ist der. Hast du zurückgemacht? Hm? Nein. Sind zwei oder drei platziert von den Winddingern? Zwei. Okay, bei mir sind die irgendwie vorher woanders platziert, aber da vielleicht habe ich mich auch verguckt. Was? Anscheinend. Muss ich mich ja verguckt haben. Hast es ja woanders platziert. Wie gehen hier die Strecke weiter? Ich habe mit dem Boost mal sinnvoll benutzt. Nicht quetschen. Quetschen ist böse. Doch kacke. So scheiß Holzwände, ey. Und tschüss. Ja, du musst halt ausweichen, als ob sie gleich kommen würden, aber sie kommen nicht immer. Au! Hm. Ich schub dich ein bisschen, damit du schneller wirst. Ja, deswegen bin ich ja hinten. Ich war noch hinter dir, ja, gerade am Ende. Ich habe sage und schreibe 250 Punkte gemacht. Nice. Ich habe mehr gemacht. Erster von hinten, wie letztens beim Romy. Haben wir schon was mit sinnvoll? Nee, haben wir auch nichts mit sinnvoll drüber springen. In der Hälfte vom Spiel war ich ganz nah bei meiner Oma, die lustigerweise zweistellig gewonnen hat. Bei Romy. Ich dachte gerade, wo ist denn hier deine Oma? Ich war gerade ein bisschen irritiert. Nee, und hab's dann geschafft innerhalb von 10 bis 20, nee, innerhalb von 10 Spielen. Nach 5 Runden war ich mit meiner Oma so knapp hinter meiner Oma. Ja. Und danach war ich erster von hinten. Ich glaube mit 600. Weil ich hatte zwei Blätter. Ich hatte zwei Blätter, da hatte ich Mutzahlen. Oh Gott, was passiert hier? Hatte ich. Ja, danke. Hatte ich Mutzahlen. Ja. Und hab die ganze Zeit gekloppt und meine Mutter so, du kloppst sogar nicht nach Gefühl. Ich so, ich muss kloppen. Alter, ist klar. Moment, aber du kannst. Spielt ihr Romy, dass ihr klopfen könnt, ohne ausgelegt zu haben? Ja klar. Und sonst kommst du ja nie an Karten ran. Wir spielen Klopfen erst, wenn du ausgelegt hast. Hä? Ja. Wie willst du dann die nötige Punktzahl erreichen? Ziehen. Ja, aber mit nur ziehen sind da alle anderen schneller. Es ist, gilt halt für alle. So haben wir halt immer gespielt. Kann man ja anders spielen. Oder so. Wir haben halt immer gespielt. Oh, das ist nett, dass du mich vorlässt. Naja, ich musste abbremsen, weil ich ja gegen das Holzbrett geknallt bin. Hab's gesehen. Das ist so gut, du fährst halt noch vorbei. Meine Mutter die ganze Zeit, ey, lass die Tischplatte in Ruhe. Und ich so, ja, was
Holz ist sicherlich weicher als alles andere. Ja, Lumi hat mir letztens auch gesagt, sie hatte Angst vor mir, weil ich bei einem Boss, bei einem Spiel verzweifelt bin und auf meine Armlehnen gehauen habe. Aber das klappert halt nur laut, wenn du da so ein bisschen drauf hämmerst. War nicht mal mit viel Wucht. Es war einfach nur so. Weißt du, es ist halt einfach nur laut. Ja. Du machst das gar nicht mit wirklich viel Kraft. Das ist absolut ekelhaft, was du da tust. Und ich sage voraus, du wirst der Erste sein, der da voll reinballert und sich ärgert. Ja. Da kommen noch mehr Booster. Nice. Einfach noch mehr Booster. Das ist immer eine gute Lösung, noch mehr Booster. Vor allem kurz vor diesen Reifen da, die dich sowieso rauswiegen. Ja, die Reifenbanden sind echt fies. Der letzte hatte ich. Beim letzten war das Ding oben. Das Hindernis. Hey! Was war das für eine Action? Eine gute Action. Kickt der mich sonst? Ja, hast verdient. Karma und so oder was? Total. Habt ihr alle verdient, ihr Vollidioten. Auch wenn es Bots sind. Rot? Ich bin rot, ja. Die ganze Zeit jetzt. Schon. Jetzt. Oh. Hab ich einen falschen rausgeheatet? Mist. Ich hab den gelben raus. Gelb war ich vorhin, weil ich bin inzwischen nicht rot. Du bist alleine. Du musst nur fertig fahren. Für die Punkte. Du hast einen Boost. Überleg dir das gut, den einzusetzen. Wo geht's denn lang? Hier war ich noch nie. Aber ich bin erst noch sehr gut. Der eine hat oben gegen das Ziel geschossen. Ja, die Sachen sind Hindernisse. Kannst gegen diese Checkpoints schießen. Hat noch ein bisschen Deckung als Erster. Ja, ich bin rot, Felix. Ja, ich habe den gelben vor uns mit Absicht rausgehietet, weil ich dachte, das wärst du. Ja, nee. Leider nicht. Oder zum Glück nicht, je nachdem. Anders mit immer schön, wie die mit den Power-Ups immer ein bisschen warten müssen, bis die überhaupt. Das ist mies, ey. Ich glaube, die Bots mit den Power-Ups warten absichtlich bis ganz ans Ende. Dann kannst du es ja auch für neu platzierten Sachen packen. Ja, da kannst du das ja vor allen Dingen viel besser setzen. Ja, diese Holzwände sind echt der Tod. Bei mir ist gerade runtergegangen, die Holzwand. Ja, bei dir. Die nicht. Ja, Alter, ich fahr dort lang. Holzwand. Jetzt ist gerade wieder runtergegangen, wo ich ankam. Holzwand. Fast. Fast den Felix erwischt. Oh no! Alter! Das ist so sinnlos. Alle sind raus. Alter, Restart. Sehr gut. Das ist Holzwand. So sinnlos, Alter. Das ist... Kannst du mir doch nicht erzählen, dass das immer bei dir unten ist. Kann ich doch nichts dafür. Du siehst es doch. Du siehst doch, was passiert. Ich kann doch nichts dafür. Das Spiel wird ja wohl nicht für mich extra, weil ich Spieler 1 bin, die Holzwand runter machen. Oh, doch. Oh, oh. Nee. Geh weg mit dem, Bobbles. Ey, dieser verfickte. Rot war ich. Nee. Gelb. Guten Appetit, Sono. Bis später vielleicht. Was? Gelb. Der hat mich geblockt. Fahre über 100 Kilometer Achievement bekommen. Tja, geblockt ist natürlich eklig. Juhu, ich hab gewonnen. Hui. Willst du eine Umstellung beantragen? Eine Umstellung? Von irgendwelchen Einstellungen. Nee, aber wenn Akena jetzt erstmal mitzockt, können wir auch dieses Remote Play Together, da komme ich wenigstens so weiter. Können wir machen, haben wir halt keine Bots, ne? Ach ja, stimmt. Das ist der Nachteil, dann spielen wir halt nur zu zweit. Du kannst Level... Alter, was ist denn das? Gibt es, glaube ich, Schienenfahrzeuge, die hin und her fahren, das bei dem Auto... Bei der Auto lass mal weiter auf der Strecke hier machen. Dann können wir dich schneller hochleveln damit, ne? Können wir auch machen. Ja. Erstmal bloß Rennen machen oder so ein Spaß. Einfach nur Rennen normales? Genau machen.
Moment, dann hätte ich aber die Bots wahrscheinlich schwerer machen sollen. Warte mal kurz, geh nochmal eins zurück. Ja, die sind, wenn es nur um Rennen geht, nicht so schwierig. Finde ich persönlich. Aber. Oh, neues Auto. Ja, der Mammut. Wir haben gerade zwei Teile mit EMA freigeschalten. Ich feuer mit für dich. Du musst noch auswählen. Achso. Weil ich wieder zurück bin. Achso, weil du ja zurückgegangen bist. Um die Bots wieder zu stellen, genau. So, jetzt haben wir natürlich einfach nur Rennstreckenteile. Oh, mit Rand. Müssen wir alles gut fahren, ne? Erstmal die Häuser explodieren lassen. Genau. Das ist schon mal ein guter Start. So spielt man Spiele. Du bist blau, oder? Ach ja, stimmt. Ich dachte, ich war der zuerst gesetzt hat. Ne, das war ich. Boom! Ich bin riesig. Ich kann bestimmt wirklich drüber fahren jetzt, so ein Scheiß. Wenn du gehst noch einen mit dem Mammut. Platz da! Erster. Aktuell noch. Ah, erster im Ziel. Ich glaube, wir haben alle gleich 4 Punkte bis aufs Ende. Durch den ersten Platzbonus. Mhm. Genau. Yeah! Oh, das sieht gut aus. Oh, das ist auch in einem Rennen ein Hindernis. Sind wir ehrlich. Ja, ganz knapp am Start vorbei diesmal. Ey, ich will auch mal platzieren. Was soll denn der Scheiß? Du kommst gar nicht dazu. Ja, anscheinend nicht. Mir wurde dreimal der Platz weggejoinkt zum Platzieren. Weggejoinkt. Du Joinker. Oh, oh. Oh, 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 hier passieren Dinge. Ich bin raus. Da seid ihr wieder. Ich bin mir nicht sicher, ob ich dieses Riesending geil finde. Ja, mit dem Riesending kannst du aber immerhin schön Leute wegschuppen. Ja, ich glaube, das macht gar keinen Unterschied. Ich glaube, du kannst mit allen gleich gut Leute wegschuppen. Hast du mal geguckt, was ich im Hintergrund. Ja, du machst irgendwie Ping-Pong im Hintergrund. Das habe ich mitgekriegt, aber du bleibst dran. Ding, 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 ding. Plunk. Plonk. Ja, gibt 2 Plätze bei 4 Leuten. Das hört sich realistisch an. Die. Oh, jetzt gehen wir wieder komplett nach oben. Okay. Okay. Okay, mach mal so. Let's go. Du musst gar nicht zum Rand setzen. Ich hab's irgendwie nicht rangefloppt gekriegt. Hat sich nicht verbunden bei mir. Oh Gott. Hey! Stop yeeting me! Tschüss. Da wurde ein Felix geyeetet. Nur noch wir beide. Ein Duell für die... Ah! Ewigkeit. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu laut, mein Rumgeschrei. Hab da eigentlich mal was gemacht, damit es nicht mehr so laut ist bei den Leuten, die mich hören. Diese ganzen Wechsel hier beim Sliden. Ah, Platz da. Mach weg. Da ist doch Ziel. Ja. Ich glaube, ich bin vor dir. Aber du bist auf mir ins Ziel gerutscht, ey. Erstmalig gibt es den dritten Platz. Den vierten direkt. Ja, weil es 2 zweite gibt. Ein Doppel-Looping. Ach du Scheiße, ich nehm das da. Mhm. Ein Doppel-Looping. Ja klar. Kommst du überhaupt zum Setzen? Darf ich das? Nee, so darf ich nicht. Dann halt so rum. Da gibt's auch jede Menge Leerstellen, wo man reinfliegen kann. Brumm, brumm. Motherfucker. Felix quetscht sich wieder außen durch und ärgert sich, dass er wieder rausfliegt. Vor allem warst du jetzt nach dem Move trotzdem immer noch... Alter! Ich hab's glaube ich noch nie über diese... Die Wackelplattform? Ding geschafft, naja, weil die Time Machine und 2 Mammuts, die kloppen dich halt unnötig stark weg. Also ich bin der Meinung, dass die... Also ich habe das Gefühl,
Für mich fühlt es an, so rum, dass alle Fahrzeuge gleich gut wegschieben können. Nee. Nur, dass manche größer sind. Definitiv nicht. Dass manche größer sind, das kann sein. Definitiv nicht. Okay. Also die Mammuts, die kloppen die Leute so. Dann nimm doch einen Mammut. Ja. Das nächste Mal. Ich hab vorher gewusst, dass der Bot auch einen Mammut nimmt. Ja, das wissen wir ja vorher nicht. Wird der von Time Machine und von den Mammuts nur so rumgekloppt? Ach so. Aber ich glaube, da hast immer einen Boost in den Looping. Deswegen habe ich vorhin die ganze Zeit gedacht, wir kriegen Boost. Aber du kriegst, glaube ich, immer Boost in den Looping. Merkst du das? Naja, aber außer es dodgt sich jemand von hinten an, dann wirst du nämlich ausgebremst. Oh Gott, nee, hör auf mich. Von wegen hier, du schubst du mich die ganze Zeit raus. Jupp, sowas wird rausgeschubst. Also du kannst mich genauso gut schubsen. Aber wie er geschubst hat. Schön in die Ecke gedrängt. Aber ich reicht trotzdem für meinen Sieg, glaube ich. Ja, das ist zu viel Vorsprung. Juhu. Aber ist nochmal knapp geworden. Zumindest mit Bot 3 und dir. Was? Zwischen Bot 3 und mir? Nee, zwischen Bot 2 und... Nee, zwischen mir, Bot 3 und dir, wollte ich sagen. Mhm. Die Mammuts sind am Platz 1. Ja. Die haben irgendeinen komischen Rüssel vorne dran. Bling, 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 bling. Jetzt kriegst du auf jeden Fall sehr viel XP. Kriegst sogar ein XP fürs Sterben. Aber wir kriegen weniger XP als bei den Sachen, bei den Kampfsachen. Tesla-Spule, ach du Scheiße. So klassisch oder? Ich würde, glaube ich, klassisch nehmen. Ich glaube, das ist ein ganz guter Mix, aber da mache ich wieder Mittel. Sonst sind die Bots zu heftig. So, kannst du es gerne als Mammut nehmen, wenn du willst? Oder du nimmst Grandpa Joe. Was ist denn das so? Ich glaube, das ist eine Steuerungshilfe, die du einstellen kannst. Ich weiß noch nicht, ob die wirklich gut ist. Das ist wahrscheinlich was, damit die kleineren Kinder mitspielen können. Jetzt wird der Highway eingebaut. Oh. Hier übrigens, hier im Hintergrund siehst du gerade schon dieses Ding mit dem Straßen. Genau. Ich nehme mal die Betty. Die ist blau. Und benannt wie meine Schwester, nur mit Y. Nehmen wir erstmal das. Dann nehme ich halt den ersten Platz. Felix wird jetzt weggejoinkt und da sind schon wieder direkt Extras genommen worden vom Bot. Mhm. Okay, Waffen direkt hinter Waffen. Na gut. Naja, wenn der eine keine Waffen kriegt, dann. Kriegen die hinteren Plätze auch auf jeden Fall Waffen. Ja. Let's go! Stop it! Don't shoot me like that! Ich hab überhaupt nie getroffen und ich bin voll rausgeflogen. Don't shoot me like that. Irgendwie bist du langsamer, oder? Ach nee, das ist der Bot gewesen. Mammut. Ach so. Ja, Entschuldigung, ich habe mich gerade verwechselt mit dem Bot. Weil wir vorhin die ganze Zeit den blauen hatten. Genau. Wie du siehst, das macht aber keinen Unterschied. Fangen wir doch direkt mal an mit Waffen. Ich lasse euch erstmal bauen. Egal. Du kannst ja eh nach links und eh nach rechts machen. Ha! Maximaler Windabfuck. Jetzt muss man richtig aufpassen. Ja, kriegen alle Waffen. Und ja, wenn du dick bist, bist du immun. Und ich bin selber in meine eigene Scheiße reingefahren, bin so lange. Nein! Okay, ja, ist egal. Jetzt darfst du nochmal. Hast noch einen Versuch. Und keiner beendet. Und keiner beendet, haben alle noch einen Versuch. Oh, noch eine Mine. Oh, oh. Machst du Platz? Da war was hier an der Stelle. Ich wusste, ich komme nicht selber raus. Oh, nice. Alleine die Endpunkte und Platz 1 Punkte machen echt einen dicken Bonus, glaube ich. Ich glaube, dies macht echt einen dicken Bonus. Aber zum Aufholen reicht halt nie, aber schön. Ja gut, du hast eine Nullrunde am Anfang, ne? Ja. Also hast schon einiges rausgeholt jetzt. Aber noch mal ein bisschen mehr Strecke hier. Bist du zuerst? Ja, der Bot sagt nö. Felix darf nicht zuerst. Der nächste Bot sagt auch wieder nö. Na? Na? Nee? Andersrum, glaube ich. Meine, du darfst nicht, dann mach ich. Warte, dann mach ich. Jetzt kannst du auf jeden Fall. Jetzt glaube ich sogar egal, wie rum.
nach unten, gleich wieder nach oben. Passiert halt. Gibt dann eine Sprungschanze an der Kante. Jetzt habe ich fast auf den Roten geguckt, ey. Achso. Ey! Das war die Mine. Von uns, von mir selber. Von letzter Runde. Wow. Ich habe mich gerade beschwert, wo kam das jetzt her? Oder wollte mich gerade beschweren, wo kam das her? Aber es ist voll nicht klar, wo es herkam. Von dir. Ja, von mir und meiner Mine von letzter Runde. Nicht schon wieder hier raus. Nicht wieder die gleiche Scheiße. Abgekürzt. Quasi. Ich war noch bei. Will doch Felix immer schubsen jetzt mit seinem dicken Ding da. Macht immer Schubsi-Schubs. Hör doch auf zu Schubsi-Schubsen. Ich schubse uns zurück. Wo kam jetzt ein Öl her? Ja, das habe ich mich auch gerade gefragt. Hast du so gehört? So? Ja. Aber das ergibt ja gar keinen Sinn. Mhm. Wo kam das jetzt her? Also ich habe das Gefühl, ich kann mich auch mit meinem mini-blauen deinem Mammut zurückschubsen. Ich denke, das geht schon. Warum habe ich weniger als... Ich habe dich da öfters... Naja. Ich habe gewonnen. Ich war am Ende Erster. Deswegen würde ich sagen. Mal nach unten hier wieder ein bisschen. Abkürzung haben wir ja nicht. So, und der Bot macht jetzt noch ein bisschen Wind. Alles heiße Luft hier. Oh, das ist mies, Alter. Ja, das ist doch nett. Man muss da außen fahren. Du rutscht ja in die Kurve rein. Das ist eher schlimm. Okay. Aber das ist direkt am Anfang, das können wir uns merken. Mhm. Schön rechts fahren. Nee! Schön nee. Links fahren, Penny. Da war wohl zu weit rechts, I guess. Ja, ich bin auch rausgeflogen. Ah! Okay, Kollisionsabfrage ist schwierig beim Spiel. Nee, wenn er groß ist, zählt's ja nicht. Du bist dann so immun. Wenn du gross bist. Hast du verdient, du wolltest mich raushauen. Das gibt's. Vor allem wir den eiskalt überholt. Denk dran, wenn. Jo, ich bin dabei. Ich versuch's. Beim Denken. Ich bin dabei beim Denken, genau. Ich gebe mir Mühe, dass ich. Nein! Da war das nach innen. Ne? Ich hab gesagt, nach innen ist nicht so schlimm. Gibst dir Mühe. Ja, ich hab gesagt, nach innen ist nicht so schlimm, nach innen ist schlimm. Ey! Ich bin ja so eine kleine Betty und du schubst mich hier so eklig. Ein gemütlicher Schlenker nach außen. Du grober Grobian, du. Tschüss. Dong. Mammut ist hängen geblieben. Ja, Mammut hat vergessen, dass dann so ein Ding kommt. Ich verstehe das mal, Mammon. Mammon hat vergessen. Mammon verstehe ich jedes Mal. Mammon hat vergessen, dass er. Mammut? Ja, das war eine richtig tolle Aktion. Er ist aus dem Film Konstantin. Ach so, Mammon. Stimmt, da gab's irgendwie Mammon. Das hat so ein Dämonen-Dingsbums. Mm. Ja. Der aus der Unterwelt. Ja. Ja. Jetzt habe ich immer ein Reel hochgeladen bei Insta. Oh yes. Let's go. Jetzt fuck mal und Felix ab. Entschuldigung. Ja. Und jetzt lädt das die. Jetzt versucht das die ganze Zeit in den Scheiß hochzuladen. Welchen Scheiß? Noch mehr Reels? Ja, das ist eh eine Reel, was ich halt hochladen wollte, aber das geht halt nie, weil das irgendwie eine Macke hat. Na, was machst du? Alter, ja, ich versuch, aber... Da geht's irgendwie nicht. Den nimmt er nicht. Warum geht das da nicht? Keine Ahnung, den nimmt er nicht. Alter, der zeigt mir da aber an, dass ich da... Warum will der andere da noch ständig... Ich bin das, der andere. Du bist das. Du Scherzkeks. Ja, du hast ja letztens gesagt gehabt, hier... Na gut. Ich habe ja gesagt, ich fange jetzt Felix ab. Ich habe jetzt nämlich drei von den Wänden gestellt. Ach nee, den gibt's ja auch noch. Den Bot habe ich. Verbindung wurde getrennt, steht hier. Wolltest du noch kurz mitsetzen? Ich kann nicht. Bei mir steht, die Verbindung wurde getrennt zu dir. Okay. Dann. Ist es ja nicht so schlimm. Ist jetzt das Klo oder was? I guess. Okay. Pinkelpause. Okay, du bist wieder drin? Ich bin wieder drin, Batterien waren alle. Ah, okay, okay. Und ich war halt kurz. Ja, ich habe gesagt, spontane Pinkelpause. Sehr okay, spannend. Also wir sind, glaube ich, im Countdown, deswegen ich mach los. Also 3, 2, 1. Okay, klappt auch wieder alles. Sehr schön. Nice, dann geht's ja hier flüssig weiter. Tschüss. Ja, super.
Achso, das hast du. Erstmal Felix rausieten. Stimmt, das warst ja du. Ich dachte, war mir hier gerade, war mir, dass du blau bist. Das war gemeiner von mir. Ich hab dich so getroffen, dass... Hey! Ah! Du hast mich angeschubst und ich bin deswegen voll rausgeflogen. Ich kann nichts dafür, du wolltest mich rammen, ich hab's genau gesehen. Oh no! Den hab ich vergessen. Jetzt kriegst du die ganze Zeit, dass es unten ist. Dass es vor dir runtergeht, die Wände. Vielleicht dir, dir das dazu, den... Oh ja! Ja. Ja, voll. Dass du über die Mine fährst und uns beide dafür rauskickst, ey. Können wir nochmal. Alles nochmal. Wir haben doch die Bots schon eliminiert. Tschüss, Felix. Zack. Ich konnte nein, Mine. Nein! Der Fette hat die Bande weggeworfen. Ah, schöne Sache. Oh Mann. Irgendwann werden wir das schon packen. Der Fette hat die Bande weggeknallt. Jetzt ist Ben raus. Nee, nee, ich bin nicht blau, ich bin rot. Der ist so rot, ich bin blau. So. Ich bin blau, ich bin rot. Was nur? Ein Vogel? Ein Flugzeug? Keine Ahnung bei all den Pillen. Du weißt doch genau, was ich meine. Oh shit. Bong. Der war jetzt fies. Den hab ich. Den bin ich raus, ja. Den hatte ich nicht auf dem Schirm, dass da nochmal so ein Teil kommt. Oder war Ende. Okay. Ben hat 3000. Kommt noch jemand auf 3000 oder. Oder hab ich gewonnen? Vielleicht ich. Vielleicht? Komm. Kriegst du nochmal einen ersten Platzbonus, glaube ich, oder? Nee, kriegst du nicht, dadurch reicht's nicht. Den hättest du gebraucht. Ah, ganz knapp. Ich glaube, der erste Platzbonus sind 100 Punkte, da hätt's echt gereicht. Für Sudden Death. Definitiv nicht mehr. Doch nicht mehr? Nee. Aber war besser als mit dem davor, wo du. Da hattest du irgendwie ja, richtig Probleme. Jetzt. Ich nehme einfach alles, was du hattest. Ach du Scheiße, was ist das denn? Die schmale, schräge Brücke. Ja, da wird alles. Wenn du zu schnell drauf. Vor allen Dingen ist das ohne Bande, hast du gesehen. Ja, und wenn du zu schnell drauf fährst, springst du ja erstmal und fliegst dann vielleicht seitlich raus. Vor allen Dingen, was ist das da? Das zweite oben links. Das da? Mhm. Ja, keine Ahnung, kommt noch. Das sieht aus wie so ein UFO. Das sieht auch nicht viel besser aus. Mhm. Das sieht cool aus, ja. Ja, bei mir, ich bin bei dem ja, das sieht aus wie so ein Ice Truck. Oder sowas in der Richtung. Ich probiere jetzt mal. Nee, ich probiere gar nichts mehr. Ich nehme einfach das. Doch, das ist ja für mich trotzdem probieren, weil das ist das erste. Dann nehme ich jetzt mal den Sid Wave. Ich bin rot. Also, ich habe sehr viel Spaß mit dem Spiel. Ich finde das sehr cool. Es erinnert mich sehr an Mashed und es hat noch ein paar Twists, die es ein bisschen wiederspielwertiger machen. Für mich. Ja, vor allem, dass halt jedes Mal eine andere Strecke hast. Ja, das meine ich. Genau. Das ist wieder mit dem wiederspielwertiger. Alter. Alter! Und es hat ein bisschen viel Schadenfreude. Schon da, du bist da gar nicht gefahren. Und hat schon Schadenfreude. Oh, das war die coolen Sprüche aus Mesh fehlen. Das stimmt, die fehlen ein bisschen, aber. Ich sag mal, die coolen Sprüche kann man sich auch einfach. Fuck, spielt direkt raus. Kann man sich auch einfach im Teamspeak um die Ohren hauen. Ah, ich bin raus, Alter, du bist noch drin. Ja, ich hab schon wieder die nächste Mine erwischt, jetzt bin ich raus. Ah, ich bin gegen die Kante gekommen. Ja. Früh abgebogen. Bot fährt. Also ich sag mal so, die coolen Sprüche, die... Ein Vogel? Ein Flugzeug? Die waren nett. Keine Ahnung bei all den Pillen. Ja, die waren nett, aber... Das Gameplay ist für mich wichtiger und das haben sie ganz gut getroffen, finde ich. Ich kann mich gar nicht mehr so richtig daran erinnern. Ja, bis auf den Endspruch. Du hast mir, glaube ich, irgendwann mal Mashed geschenkt, tatsächlich. Echt? Ja, du hast mir Mash Reload oder so geschenkt. Dann haben wir gesagt, können wir wieder zusammen spielen bei Steam. Dann haben wir festgestellt, es hat keinen Online-Modus, glaube ich. Es hat übelst rumgeleckt und es gab halt okay. Es hat keinen Online-Modus und wir hätten unfassbar viel wieder freischalten müssen. Hast du das außen rumgefahren? Ja. Alles klar. Yo, töt mich halt, du Sau. Der Bot will dich nicht überholen. Das ist okay, Ängste bei mir. Als ob das da hinten noch trifft. Ich kann dir aber auf jeden Fall sagen, dass der Bot vor mir im Ziel war. Ja, das ist ja egal, ob der vor dir im Ziel. Im Checkpoint ist es egal. Warum. Checkpoint. Im Ziel ist es nicht egal. Yes! Jetzt war ich eher im Ziel. Ja, jetzt struggle ich gerade. Jetzt struggle ich gerade.
Du holst dann eh auf, wenn die Strecke länger wird. Mal sehen, mal. Aber ja. Doch, was ist erster? Muss schon konsistenter fahren. Oh, da. Highway. What in. Da hat er ein Loch drin auch noch. Ohne Sprung. What? Ich kann nicht. Ja, aber jetzt kannst du, wenn du willst. Ach du Highway. Scheiße. Ja. Jetzt wird's lustig. Da fahren Busse einfach und Autos und so. Ach du Scheiße. Wer bin ich? Der bin ich. Ich sollte nicht das Auto so oft wechseln. Sag mir das mal. Da wartet der extra, um mich rauszukicken, weißt du? Vielleicht. Alter. Ich sag ja, das trifft übel weit hinten, die Schrotflinte. Die ist ein bisschen groß in der Hitbox. Ja, und du kannst halt Banden wegmachen damit. Das ist auch ein bisschen bitter. Boah, ich hab's noch geschafft, mich zu retten. Highway, 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 Highway. Ey, cool, ich bin ja noch im ja, bist du noch. Highway war ein neuer Checkpoint, deswegen. Ja, ja, ja. Denk dran, Ben. Woran? Boah, und tschüss. Ich bin noch gelandet und wieder hochgesprungen und dadurch rausgeflogen. Und beim Landen wie so ein Flummi wieder aufgehüpft. 50 Punkte ist er vor mir. 50 Punkte. Ja, der Bot ist 100 Punkte vor mir. Also es ist gerade echt ein knappes Rennen hier. Oh, die Tesla-Spule. Ja, die wird direkt gejietet. Ich hab's genau gesehen. Ey, ich will hier was bauen. Lass mich bauen. so kann ich bauen. Tesla. Oh Gott, die Tesla-Spule vor dem Highway. Du kannst noch eine setzen. Oh no. Oh no. Das gefällt mir nicht. Ja, und dann, genau, dann noch Blockaden rein, natürlich. Am besten auch noch auf dem Highway. Du scheinst auch Spaß zu haben. Sehr schön. Auf jeden Fall. Für mich ist das alles nur Spiele. Nein, ich bin schon wieder raus. Spiele, dumme Spiele, gewinne dumme Preise. Ja, das ist ein Meme-Template. Ey! Wow. Jetzt ist es ein Ben-Template. Ich hab gar nicht um Spiele gemacht, ich wollte einfach nur fahren. Ah! Aber ist das war laut. Gekommen. Der war laut, der Move. Der Felix, du bist rot. Oh, echt? Ich wollte es nur gesagt haben. So ein Scheiß aber hoch. Dumm. Ich kann nicht lenken! Du kannst nicht lenken! Der hat nicht gelenkt. Die Sau. Schwein gehabt, aber danke, dass du nochmal gesagt hast, dass ich rot bin. Oh, ich bin schon wieder rausgefahren. Ich fahre gerade die ganze Zeit einfach direkt am Checkpoint der ersten Kurve raus. Dom. Du bist rot. Ja, das habe ich auch gerade gemerkt. Das habe ich, weil ich beim letzten Checkpoint gerestartet bin, einfach durchfahren konnte, den ersten Platz gekriegt. So ein Scheiß. Sau. Ja. Brauche ich aber auch dringend die Punkte. Mm. Dieser erste Platz. Damit du wieder 100 Punkte über den Felix kommst. Wir haben 400 Punkte Rückstand auf den blöden Silbernen da. Oh, what? Das ist jetzt die übelste Schlangenlinie dort. Und der Bot setzt noch Tesla-Spulen. Kurz vorm Ziel. Ja, aber auch nicht kurz, und eine nicht kurz vorm Ziel. Aber innen. Und eine vor der Kurve, die da eigentlich eng nehmen soll. Nach der Kurve. Innen. Nach der Kurve innen, ja. Ey! Verdient. Oh Gott. ich bin auf die Mine. Fuck, Benny ist so raus. Ja, ich bin auf die Mine gefahren, dadurch bist du gestorben. Bisschen lustig. Ich das ist schon. Ey! Hier, kriegst noch was. Ich hab dich aufgespießt. Ja, aber du kriegst dafür noch erst noch mein Motor Airstrike Dingsbums gefressen. Oh no. Ich kann jetzt nicht lenken, ne? Wahrscheinlich. Ich bin auch tot. Also du bist einfach durchgekommen. Ja, ich hab's noch irgendwie gerettet gekriegt. Okay. Wir müssen unbedingt mal wieder Nice spielen. Nice. Das gibt's ja inzwischen auf Steam und ist wohl nicht so gut geartet. Ich hab das Auto gerade verwechselt komplett. Hör auf mit den Minen! Bang! Aha. Felix bleibt erstmal wieder schön an der Bande hängen. Ich bin gerade auf dem Kopf einfach noch ein bisschen so vor mich her. Oh Gott, ich will! Düst, 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 düst! Hier ist gleich das Ziel irgendwo!
Oh ne, oder noch nie? Nee, noch nicht. Ich bin dir einfach hinterhergefahren. Ich hab's gemerkt, vielleicht. Ich hab's gemerkt. Oh, dann war, glaube ich, der Bot gewonnen. Weil der ja am Ende noch ein Ziel ist als erster. Yep. Yep. Oder schaffe ich? Ich habe die 3000 noch für den Sudden Death. Das gibt's nicht. Ich kann den Bot noch besiegen. Theoretisch. 2, 1. Jetzt muss ich nur den blöden Bot besiegen. Nicht da rein. Das wäre schlecht gewesen. Okay, hier liegen noch Minen rum. Das ist natürlich suboptimal. Ich mach mal die komischen Extra weg. Den kann man hier niemanden töten. Man kann übrigens hupen. Das wäre noch cool, wenn man die Extras wegschießen könnte. Ja, du kannst sie, glaube ich, nur aktivieren einfach. Ich habe gewonnen. Easy. War nie knapp oder so. Das überrascht mich jetzt überhaupt nicht. Eigentlich brauchst du die Bots ja bloß versuchen, irgendwie zu dotzen. Ich kann die Bots auch schwerer stellen. Aber ich fand es eigentlich schwer genug, von den Punkten her. Hast du die nicht schon auf schwer gestellt? Nee, die sind auf Mittel. Hä? Hast du nie gesagt beim... Achso, nee, wie wir spielen. Beim Rennen hatte ich auf schwer gestellt, weil es da nicht so schwierig ist, fand ich. Hier, Bots. Ja, dann stell die mal auf schwer. Gibt auch noch extrem oben drüber. Aber jetzt ist ja der zweithöchste. Klassisch. Ja, dann stell erstmal auf schwer. Jetzt haben wir hier einen schwarzen freigeschaltet. Vielleicht nehmen die ja dadurch die Hindernisse mehr wahr. Da meinst du, dass sie besser drüber fahren? Ja, vielleicht. Ja. Übrigens sind wir in der nächsten Runde, du Raucher. Ja. Ich höre es genau, wie du ausatmest und pustest. Tut mir leid. Das Tolle ist jetzt irgendwie, mein Betrieb, der ist nie wirklich in der Lage zu zahlen. Matt? Yep. Matt? Yep. Die ist nicht so gut. Nee, überhaupt nicht. Aber wir sollen mehr Stunden leisten. Moment, aber dafür, dass ich nicht bezahlt werde, was soll denn der Scheiß? Yep. Ich würde sagen, such dir einen Anwalt deswegen, aber... Nee, die haben immer im Voraus gezahlt und im Vertrag würde wohl irgendwie stehen, ich habe noch nie nachgeguckt. Okay, dass es bis zum 10. irgendwie allerspätestens bezahlt wird. Okay, im Voraus zahlen ist aber auch unüblich. Also zumindest ja, bei... Ne, die haben sonst immer zum 27. oder am 26. oder je nachdem, wie die Wochentage halt fallen, haben sie immer gezahlt. Das ist richtig, aber das ist normalerweise für den Monat, der dann fertig wird und nicht für den, der beginnt. Also ich würde mal noch genau gucken, wann die erste Überweisung war, weil... Also ich hab's normalerweise, dass es am Ende des Monats für den letzten Monat bezahlt wird. Ich weiß gar nicht mehr, wie es anfing, ehrlich gesagt. Deswegen, wenn du irgendwie noch die Auszüge hast oder so, würde ich da mal drauf gucken, wann die erste Überweisung war und wann du genau angefangen hast. Nicht, dass die dir quasi ein Monatsgehalt dich bescheißen wollen. Die haben im Voraus immer. Okay. Ja, finde ich merkwürdig und unüblich. Ist unüblich, ist aber auch in gewissem Maße geil gewesen. Bis auf den einen Monat halt. Ja, das Coole ist eigentlich egal. Wir haben jetzt, das hört ja hier keiner von den relevanten Berufsgruppen. Ja, es ist nur voll online und VOD und so, aber ja. Also, will es vielleicht ein bisschen allgemeiner ausdrücken, dass man nicht genau weiß, welcher Betrieb oder ähnliches. Wir haben an einem Betrieb Glasscheiben ausgeliefert, an die wir vorher Touchscheiben ausgeliefert hatten. Okay. Und die Glasscheiben, die wir jetzt ausliefern, sind ohne Touch. Ja. Ist und? Aber von dem Betrieb so gewollt. Ja, und? Könnte aber dazu führen, dass wir trotzdem eine Retour kriegen, weil die vielleicht doch lieber Touchscheiben haben wollen. Würde ich ja nicht retournieren, sondern würde ich sagen, okay, kostet extra, wir müssen sie wieder umbauen, ihr habt es halt anders angefordert. Ja. Also lange... Ist halt trotzdem komisch. Das ist nervig, das habe ich ja auch mit meinen Kunden, ich sage jetzt mal Kunden, wenn ich mit den Leuten rede, ne? Wenn ich sage, okay, ihr habt es so angefordert, jetzt wollt ihr es anders. Das ist trotzdem frustrierend, weil du musst was du eigentlich gemacht hast, wo du dir schon dachtest, das ist nicht so smart, ändern. Aber und damals haben sie gesagt, den wollen wir aber so. Ja, und ich musste halt, Freitag gehe ich sonst immer 12 Uhr, weil ich die Woche über länger arbeite. Ja. Und dann musste ich einfach mal bis 11 Uhr warten. Müssen wir jetzt in so einer Vulkanlandschaft? Bis 11 Uhr warten? Naja, bis 11.30 Uhr warten. Also 12 Uhr gehe ich sonst immer. Bis 11.30 Uhr warten, bis der eine Zeit hatte, der mir halt hilft. Also deswegen warst du irgendwie 15 Uhr noch am Arbeiten. Hab ich schon gewundert an einem Freitag. Bei dir. Bist du sonst eher. Wir haben übrigens auch seit Januar Arbeitszeiterfassung. Dadurch gehen die Leute tendenziell auch bei uns eher.
weil jetzt erstmal aufgezeichnet wird. Ja, tschüss. Tschüss, Felix. Aufgezeichnet wird, wie viele Stunden man wirklich arbeitet. Und zum Beispiel mein Kollege, der bei mir ist, der halt schon ewig dabei ist, der wirklich viel arbeitet, das habe ich damals schon das Gefühl gehabt. Der. Mit Stechsystem? Nee, wir haben jetzt schon mal erzählt, dass es eine Website ist, wo wir quasi selber sagen, jetzt starten wir und jetzt machen wir Pause und jetzt ist fertig. Naja, bei mir ist es entweder eine App oder ich kann so über, über einen Rechner machen. Ja, ist bei uns nur, also ist eine Webseite, die kannst du auch über das Handy aufrufen, wenn du dich einloggst. Du musst halt dein Login eingeben. Wenn ich früh auf Arbeit komme und natürlich. Ich glaube, es ist ein Limit, wie hoch du bauen kannst. Ja. Deswegen musst du wahrscheinlich. Oh, du kannst gerade gar nicht, glaube ich. Jetzt kannst du wahrscheinlich wieder dann hinten. Und dann zum Beispiel das Tor aufschließe, steche ich aber immer schon, wenn ich aus dem Auto aussteigen will, dann muss ich ja erstmal alles öffnen. Da ist unser Chef so nett und sagt, okay, ich verstehe, dass ihr quasi erst am Arbeitsplatz euch einloggen könnt. Der gibt uns jeden Tag 6 Minuten extra obendrauf für quasi reingehen und sowas. Oh Gott, ich bin ja schwarz und nicht blau. Fuck. Ja. Der am Anfang zum Testen hat er mal 10 Minuten gemacht, hat aber gesagt, das ist viel zu viel. Also das ist auch viel zu viel, ich brauche halt nicht 10 Minuten, um irgendwie vom Auto da hoch zu... What? Alles fliegt raus. Ja. Aber was ich vorhin noch erzählen wollte, der Kollege, der halt schon ewig dabei ist und der das Team so ein bisschen, oder der vor allem viel Know-how hat und auch viel arbeitet, weil er, glaube ich, keine Familie hat. Der hat jetzt schon, glaube ich, 2-mal den Hinweis gekriegt, dass er bitte nicht mehr als 10 Stunden am Tag arbeiten soll, wenn er einen 8-Stunden-Vertrag hat. Naja, und selbst wenn, müsstest du eine 3/4 Stunde Pause machen. Ja, also die kriegt er, glaube ich, noch hin, aber das Problem ist, wenn der halt, der macht dann, fängt irgendwie um 9 an und macht bis abends um 10 teilweise, wenn irgendwas Dringendes zu tun ist. Und, ne, was halt arbeitsrechtlich schwierig ist, auch mit einer 3/4 Stunde Pause. Bei uns wird vermutet, dass viele, die im Homeoffice sind, einfach, Du kannst, ja. Ja, einfach, Bilder. Ja, einfach eher sich einstechen. Also dass wieder die App-Zeit, die Vertrauensarbeitszeit, was brauchen, bei vielen von uns. Tja, das kannst du halt schlecht nachweisen, außer du machst Stichproben oder so. Oh, was ist denn? Ich bin groß und im Weg und fett und so. Geht das? Hier liegen auf mir am Anfang. Die rate mal, wer gesetzt hat. Ey, nicht rausschieben! Drei Leute schieben mich weg. Holy fuck! Also wirklich, jeder hat mir so einen Dotzer gegeben, während ich da rumgeslidet bin. Groß sein ist doch nicht so geil. Ich war gar nicht so groß mehr, glaube ich, in dem Moment. Aber bam! Haben wir uns sehr gut. Hast uns schön rausgefickt. Das war so klasse. Also, das ist auch jetzt auch beim Mash passiert. Du schießt ab, fährst selber rein und haust noch jemanden mit weg. Das ist wirklich so ein. Genau dieses Ding gab's auch beim Mash. Ey, no, no! Ich nehme den Checkpoint mit. Ich hab den Checkpoint. Scheiße. Ich bin erst noch easy. Ja, ich hab falsch gelenkt. Im Looping ist das immer ein bisschen umgedreht. Das kotzt mich immer an. Ja, ich hab jetzt übrigens auch. Mit meinem Chef ausgemacht, dass ich ab März 35 Stunden die Woche arbeite statt 40. Geil, ich bin noch bei 40 Stunden, aber ich bin halt auch dadurch, dass sonst... Gibt's ja nur Hindernisse! Was ist denn das? Dadurch, dass sonst... das ist mies, Alter! Direkt also ein Antrag nach, von Highway, okay. Direkt nach hier Looping kommt erstmal eine Holzmauer. Das ist von mir, ja. Ich will dir neben... Hä? So kriege ich die nicht? Geht wahrscheinlich nicht. Man geht anscheinend nur bei den mittigen, bei die Holzmauer. Okay, im Holzmauer kann man nur mittig platzieren. Gut. Haben wir das auch festgehalten? Nee, was wollte ich jetzt sagen? Ja, kann ja nicht so wichtig gewesen sein. Du warst vorhin bei Vertrauensarbeitszeiten sowas. Schulz? War das Bier oder? Nee, ich trinke Mate. Oh, mit dem Boost kannst du über die Löcher drüber fahren. Alter, sind viel Spaß beim Nichtlenken. Ey, nee! Oh, der eine hat's noch geschafft. Der Bot lebt noch. Irgendwas hat gerade im Discord hat gerade irgendwas Point gemacht. Bei mir hat nichts Point gemacht. Hat vielleicht jemand in einem anderen Discord geschrieben, bei dem du irgendwie vorhanden bist. Alter! Du grindest da ein bisschen rum. Oh, oh. Ey, da wird wieder reingeben. Cornerbombed von Felix. Na klar. Das kenne ich von Breakfast halt so. Das hast du ja geragequittet. Naja,
Ich hab's vor allen Dingen, hab ich mich drüber aufgeregt, dass die Leute halt selber Corner-Bomben. Du Corner-Bombst sie zurück und wirst dafür gebannt, weil es ein Admin ist. Und damit kann ich halt, das finde ich halt dumm. Und das ist mir halt nicht nur auf einem Server so gegangen. Aua! Auf dieses fucking Ding, ey, das ist reines Glück. Nein! das ist Karma. Oh Gott. Haha, ich bin alleine im Ziel. Diese verfickten Holzmauern. Die habe ich platziert, die sind so gut. Die sind eindeutig der Nemesis. Ja. Weil ich am Ende noch. Am Ende sogar gleich Astro noch. Ja, weil ich, die Holzmauern haben irgendwie zweimal das halbe Team gekillt. Die halben Mitspieler. Na, was nimmst du? Ich hatte eigentlich die Boost-Dinger ausgewählt, aber da war ja scheinbar jemand. War der Bot wohl schneller. Wollen wir erstmal den Bot bauen lassen, den gelben? Ja. So, jetzt kannst du. Wo willst du hin? Ich komm mit. Der Bot kommt auch mit. Ob er will oder nicht. Oh, das finde ich eine gute Idee. Moment. Nee, jetzt bist du am Start. Man kann es natürlich relativ am Start Waffen platzieren. Gemerkt, es gibt kein Zeitlimit mehr. Nee, weil noch ein Bot dabei ist. Sobald du der Letzte bist, gibt es ein Zeitlimit. Ist natürlich mit einem Bot ungünstig, aber es geht ja jetzt von Local Coop aus. Hier, jetzt gibt es ein Zeitlimit. Der Letzte. Schade, dass niemand mehr irgendwie mit. Ja. Ja, wenn wir noch eine Weile spielen, kommt Sono vielleicht noch dazu, der ist jetzt Mittagessen. Da kommt er meistens gegen 1 irgendwie wieder heim. Ich bin ja schwarz und nicht blau. Oh oh. Hier sind überall Minen! Ich erinnere mich dran! Ich bin rausgeflogen. Mhm. Wir sind beide rausgeflogen. Und beide Bots. Nee, der eine Bot hat sich gesaved. Also der gelbe ist irgendwie besser im Saven als der blaue Bot. Nee, Moment mal, das ist nicht der blaue Bot. Der ist der grüne Bot. Irgendwie. Jetzt habe ich Felix fast als Bot bezeichnet. Ich bin immer ein NPC. Ich muss hier entlang. Oh no. Oh no. Gut, dass da noch eine Bande war, Felix, wa? Mhm. Mach die mal groß, genau. Und jetzt voraus. Sehr gut. Mit Ansage. So ein bisschen. Nee. Weg mit dem. Mit dem Glibber. Du kannst die Boost so anders umsetzen. Ja, das macht nur gar keinen Unterschied. Du wirst trotzdem normal geboostet. Fuck. Der Tesla-Turm hat mich gekillt. Also ist egal, wie rum du die setzt, du wirst immer beschleunigt und nicht verlangsamt. Okay. Ist aber komisch, oder? War ich jetzt Erster? Könnte sein. Aber ich glaube, es könnte einen fetten Sudden Death geben aus allen. So nah, wie wir beieinander sind. Weil du warst ja auch noch im Ziel am Ende. Jupp. Sudden Death aus allen. Nice. Die Letzten werden die Ersten sein. Ja. Oh no, ich bin direkt raus. Sehr gut. Ich bin direkt raus. Ich muss nur die Bots wegmachen. Ja. Ja. Ja, da ist meine Sprungschanze. Da ist eine Mine von mir, glaube ich. Und der Gelbe ist raus. Muss nur noch warten, bis er explodiert unten. Arschglück gehabt. Arschglück gehabt. FN-Foto. FN-Foto. Was denn das, Alter? Du bist wahrscheinlich nach oben geventilatort, dass du rumfliegst. Geedet. Ja. Kling! Den gibt's da sofort. What the fuck? Kriegende Feuerrampe, ja, das wird natürlich super. Ich gehe mal zu meinem Blau zurück hier. Ich nehme wieder Betty. Betty ist schön klein. Blau und Blau. Das kann nur schief gehen. Das kann nur schief gehen, sagt er. So, was haben wir denn jetzt hier? Ach, das sieht gut aus hier unten links. Das nehme ich doch gerne. Das nehme ich doch gern. Zing. Zing, zing. Zingeling. Das Spiel macht echt Spaß. Ja. Ich glaube, das ist neben dem Einkaufssimulator mein nächstes liebes Spiel. Wenn du nicht dich rausfliegst, ja, sagst du? Ich bin schmerzresistent. Ich habe kein Item gekriegt. No! Bitte bonk mich nicht. Er hat mich hart gebonkt. Ich will ins Ziel. Alter, hast du den eh gesehen? Ja, der ist irgendwie noch komplett weggeeatet.
gegen die Bande und auf der anderen Seite rausgeflogen. Aber ich habe den Endbonus noch gekriegt. Battleband 2.0 hat leider keinen Erfolg gehabt. Also der Silbertyp ist echt schon ein bisschen eklig, ne? Sind wir mal realistisch. Da haben wir gerade schon, dass er so stark ist. Zack! Strecke bauen! So, jetzt machst du noch Hindernisse auf die Scheiße. Wenn du die Hindernisse machst, während wir platzieren, hast du natürlich den Vorteil, dass wir es nicht so gut mitkriegen, wo du die hinbaust. Ich glaube, auf den Einzelpositionen ist es... What? Hintereinander ist irgendwie schräg. Felix! Fahr doch an dem scheiß Ding vorbei! Ich wollte links vorbeifahren und du machst dich einfach nur breit. Was soll das denn? Schöne Sache. Schöne Sache. Hui! Als ob der nicht an dem scheiß Teil vorbeifährt. Und dadurch fliegen wir beide raus. Ach, schön. Ah. Oh, du bist sogar nicht Erster geworden jetzt. Ja. Einfach nur links vorbeifahren. Und ich bleib an dir hängen. Och Mann, ey. Och Mann. Nee, es hat keinen Ersten gegeben. Doch, du hast einen ersten Platzbonus am Ende noch. Hast du gekriegt? Passt. Passt, wackelt, hat Luft. Und du bist wieder am Ventilator. Only Fans. Kannst jetzt noch drehen, wenn der schon ankloppt. Am besten erstmal genau dann, wenn du dann drehen, wenn der den Punkt hat. Wenn du in eine bestimmte Richtung haben willst. Only Fans. Ja, Only Fans. Alles Ventilatoren. Jetzt spielen die gleiche Scheiße! Fahr doch an der Kacke vorbei, Felix! Was Nein. sollen die denn? Ich bin hängen geblieben. Ja, und schlecht gefahren bist du auch noch. Ach, schöne Sache, schöne Sache. Wo geht's denn hier lang? Ich lasse das doch nicht aus dem Kopf. Da haben die Bots natürlich einen Vorteil, die wissen, wo es lang geht. Achso, das ist die Wippbrücke. Und am Ende kommt noch ein Föhn. Ah, hast wenn dich selber da rausgeföhnt, sehr schön. Für deine Onlyfans. Kannst du wohl nicht mit umgehen. Das ist ja schon der Silber, der ersten Platz gekriegt. Die Sau. Ich bin Onlyfans-neutral. Onlyfans-neutral? Was immer das bedeutet. Ich guck da, aber ich bezahle nichts. Nee, dann siehst du doch gar nichts, wenn du nichts bezahlst, oder? Es gibt Onlyfans for free. Nee, ich bin da nie. Ja, ja, ja. Jetzt versuchst du dich zu retten. Ja, ja. Ja, klar. Ich will doch da will ich hin. Und da will ich hin. Und da will ich hin. Das ist schön. Wait. War die jetzt verkehrt rum, die Sprungschanze? Nein. Lisa, bin ich nicht hinter dir hergefahren. Die Kacke ja, mach ich nicht. Weil du auf der anderen Seite ja, stand. Die Kacke mache ich nicht ein drittes Mal. Ja, tschüss, Alter, danke. Oh. Dong. Dong, dong. Zum Glück steht das dritte. Dong, dong, dong. Felix? Ui. Ja, ich bin raus. Hast du irgendwie... Zu stark eingelenkt. Hast du Bier getrunken oder sowas? Nein, zu stark eingelenkt. Und jetzt hüpfst du hinter mir rum. Siehst du genau? Ja, du bist einfach viel zu schnell. Ich fahr einfach nur. Ich mach gar nichts. Alter! Ich hab nichts mehr an der Geschwindigkeit zu tun. Nee, das war der Gegner. Ah! Oh, der hat Minen, der Gegner. Ich hab auch Minen. Die Strecke ist einfach nichts für mich. Jetzt hab ich die Minen kurz vorm Ende platziert. Das ist irgendwie. Ah, ich hab wieder überholt den silbernen. Ich bin einmal gestiegen. 50 Punkte, Alter. Alter! Ich glaube, es wird ein Sudden Death. Wir müssen ja, beide nur einen Checkpoint machen. Dann ist es auf jeden Fall Sudden Death. Okay, du nimmst wieder die Hindernisse, die du dich selber immer rauskicken. Ich bin mir nicht sicher, ob das so smart ist. Das ist eine gute Stelle. Ich werd eh nicht mehr ins Ziel kommen. Ja, aber... Also, du nimmst ja von Anfang an immer die Hindernisse und bleibst dann selber daran hängen.
Ich meine, wie oft bist du jetzt an den Hindernissen da am Start hängen geblieben? Oft. Genau. Mach halt noch mehr. Oh Mann, ich glaube, die Bots kommen da aber relativ okay durch. Nicht hinter Felix langfahren. Ups. Wir machen nochmal. Ja, ja, schöne Sache. Oh shit. Wir müssen super schöne langsam. Sache. Ich bin übrigens trotzdem raus. Erster. Oh Gott, ich bin fett und raus. Und ich bin auch raus. Ich hätte gern wenigstens einen Checkpoint in der Runde, sonst hat Silber gewonnen. Da ist mein Checkpoint. Sehr schön. Ey! Kommst du von angewomst hier. Bom, bom, tschüss, bom. Felix. Ja. Dein eigener Wind wieder. Der Wind, der Wind, das himmlische Kind. Da war eine Mine. Da ist noch eine Mine. Ich hab grad alle Gegner rausgejedert. Hab ich mir auch gedacht. Das sah gut aus von mir. Für dich. So rum. Für mich. So mal. Von dir für mich. Aber ja, das ist Sudden Death. Mit allen Bots? Mit beiden Bots. Ja. Oh, das verkacke ich doch auf jeden Fall. Felix, grüß mal unten mit 1100 Abstand. Was noch ein bisschen fehlt, ist die Einflussnahme, wenn du raus bist. Aber dafür sind die Runden nicht so lang. Es ist nicht so, dass du dann irgendwie eine Minute scheiße zuguckst. Da war was. Ich hab's wieder komplett verdrängt, was hier am Anfang ist. Das muss ich mir merken von nächstes Mal. Einfach schön. Oh Gott! Am Anfang. Ich glaube, nee, das ist noch eins. Ja, das haben meine eigenen Hindernisse. Ich hab's verkackt an meinen eigenen Hindernissen. Von meinem Bot zu gucken, der wird aber, ich glaube, der mit der Schrotflinte gewinnt, ist so mein Gefühl, außer er fährt in die Mine. Okay, oder sie fahren einfach gleich schnell. Bong. Nebeneinander her, bis ins Ziel. Ja. Und dann geht es darum, wer zuerst ein Ziel ist. Oh, die Schrotflinte endet irgendwann, wenn du einmal geschossen hast. Endet irgendwann. Ja, die ist gerade einfach weggegangen. Oder er hat's ab. Hat tschüss, cool, damit hat Silber gewonnen. Also dein Wind hat den Unterschied gemacht. Better Ben ist Dritter. Ja, die Bots haben wir mal fotografiert. Das sind halt jetzt schwere Bots. Das ist nicht, die sind nicht ganz so ohne. Ich kann es auch wieder niedriger stellen. Stell mal auf extrem. Willst du das wirklich? Ja. Bist du dir sicher? Wir werden hart gekleppt von den Bots. Ja und? Das ist ein Spiel. Aber ich will ja auch ein bisschen gewinnen. Es ist ein Spiel. Ich will ja eine faire Herausforderung haben. Es ist ein Spiel. Aber ich will eine faire Herausforderung Spiel. Haben. Du kannst dich mal einnehmen. Doch, kann ich. Doch. Dann kriegst du gelb und ich blau. Haha, ich hab dir dein Blau weggenommen. Was bin ich jetzt? Gelb. Gelb. Du bist jetzt so ein Pissgelb. Hoff mal, dass ich das noch unterscheiden kann. Mit gelb und blau kriegst du ja unterschieden, oder? Erstmal platzieren. Da sind schon Power-Ups am Anfang. Na gut. Kannst noch ein paar mehr platzieren. Also, ja, ich würde sagen, nach der ersten Doppelkurve hat die dann Item. Habe ich so ein Gefühl. Sollte. Ja, ich habe schon mal kein Item. Jetzt habe ich ein Item. Du bist? Blau. Ach, scheiße, ich war ja schon längst wieder raus, weil ich gelb bin. Ich dachte, ich bin blau. Ja, ich bin blau. Hast du nicht von uns gerade gesagt, du bist gelb? Nee, du bist gelb. Ich hab dir blau weggenommen und du hast gelb gekriegt dafür. Man kann vor allen Dingen, wenn man einen Streckenteil ausgewählt hat, die Entscheidung nicht zurücknehmen. Das ist richtig. Nice. Du musst es dir überlegen. Muss schnell sein und dir trotzdem überlegen, was du haben willst. Nee, andersrum, du Idiot! Ach Mann, andersrum wäre viel cooler, wäre vielleicht nicht gegangen. Das wäre vielleicht nicht gegangen. Ja. Hört doch auf, mich so zu schubsen, ihr Schweine! Alle drei Schweinchen direkt auf mich am Schubsen. Naja, und der macht einen Doppelwumms. Raus. Viel Spaß. Ich glaube, mit dem. Hey. Die Bots können ein bisschen besser damit umgehen, aber nicht so richtig gut. Auch, Moment, haben wir jetzt extrem eigentlich? Keine Ahnung, du hast, glaube ich, extrem eingestellt gehabt. Also ja, ne, oder?
Okay, es geht. So krass Unterschied merke ich gar nicht. Oder habe ich es vergessen? Vielleicht habe ich es einfach vergessen. Das vergessen, oh, dass die Bots so gut sind. Das, nee, das ist Umstelle, meine ich. Oh, Ventilator. Also der andere Ventilator, der Bodenventilator, nicht der Seitenventilator. Und so hart ficken, der Ventilator. Der würde andersrum, glaube ich, schlimmer, oder? Ach, aber der Bodenventilator. Ja. Ja, habe ich gerade gesehen. Den gab es ja jetzt. Ich bremse einfach am Anfang ein bisschen, damit ich nicht immer komplett weggejietet werde. Alter, was? Ey! Was denn da explodiert? Ich bin auf dem Ziel. Ja, scheinbar. Nee, ich bin raus. Ich bin im Ziel fallen, ich bin im Spiel, ey. Yeah. Ja, genau. Zwei Leute raus. Ich bin nur so. Yo. Ja, genau, yo. Ist klar. Da kam die Schrotflinte vom Bot. Benni, wir müssen einfach ineinander fahren. Ja, wir sind wirklich nicht schnell genug dafür. Ja, ich bin rechts raus, weil ich dachte, ich bin wieder blau, mein Gott, ey. Ja, das ist schlecht. Der hätte trotzdem nach links lenken sollen. Eine Farbauswahl wäre noch geil, wie beim Mashed. Ja, das gibt's aber nicht. Dass du immer die gleiche Farbe hast oder sowas, ja. Ich baue mal ein bisschen Strecke hier. Während ihr alle irgendwas macht. Hey! Hier geht's schön nach unten. Oh Gott! Du fliegst doch auf jeden Fall da raus. Ist das, ja, genau! Noch was davor! Damit du richtig gut ausweichen kannst und lenken kannst. Oh Mann! Also wenn jetzt keiner Bock auf das Spiel hat, dann ist es BAM! Einfach mal alle mit der Tesla-Spule infiziert, außer Benni natürlich! Ja, ich hab ihn mitgenommen von mir. Ja, genau! Oh no! Und den Checkpoint habe ich natürlich nicht bekommen, nee. Weil ich ja vorher weggejietet bin. Jo. Ich will gar nicht boosten. Mit den ganzen Streckenteilen. Oh ja, ich glaube, ich flieg raus, weil du boostest. Was? Das ist ja. Nur. Ich bin gerade rausgeflogen, weil du Boost gegeben hast. Ja, ich bin tot. Wie habt ihr das da gemacht, ey? Ich bin rausgeflogen, weil du geboostet hast. Wie geht denn das? Du warst zu schnell und. Ach so, weil du dann hinten bist. Ja, okay, das kann sein. Dafür ist der Boost ja gedacht, wahrscheinlich. Auf einer geraden Strecke, noch nicht immer irgendwie was mit Schikane, wo ich bremsen muss. Nein. Aber halt schneller. Das ist halt der Deal. Aber du hast ja eigentlich den Aufhol, die Aufholmechanismus, Dingsbums. So, jetzt kommen wieder die ganzen Fallen. Zwei Leute sind wieder am Fallen setzen. Der Roadabot und du. Ach du Scheiße. Das ist doch jetzt schon Cancer da am Anfang. Ich bin schon dreimal rausgeflogen, ohne dass da was stand. Oh no. Oh no. Oh no. Oh. Sie kriegen es jetzt, glaube ich, ganz gut hin, an ekligen Stellen das zusammenzusetzen. Mhm. Ja, genau. Ja. Oh no, das ist meine Mine gewesen. Ich bin an allen Minen irgendwie. Da sind noch ein paar Minen. Behaupte das nicht zu früh, das ist an allen Minen vorbei. Vorbei. Eine hast du mitgenommen. Eine habe ich mitgenommen. Ja, da bin ich auch rausgeflogen, weil du geboostet hast. Du hast drei Leute gekickt durch den Boost. Und jetzt hat noch. Ja, natürlich hat er jetzt den fetten. Ich will nicht. Ich muss nur. Der Bodenlüfter ist gar nicht mal so schlimm, wenn man. Ja, wenn du zu langsam bist, ja. Wenn du schnell genug bist, dann schon. Dann zackt der richtig hart. Bam! Ich bin geblieben an der scheiß Barrikade. Nope. Ey, kurz vorm Ziel, ne? Mine und ich werde nach rechts weggeliedet. Ja, das war, alle anderen fahren ganz gemütlich. Das war nicht die Mine, das war meine Doppelschrotflinte und ich bin auch rausgefahren.
Felix, moin. Oh, das ist ganz schön heftig, die Concentration. Ja, noch ein paar Holzbretterwochen. Ja, die Holzbretter kommen von mir jetzt. Die mache ich da noch schön rein. Hier so, genau. Mhm. Und da noch ein Brettchen. Wie wär's denn? Am besten noch eins vorm Start. Schönes Brett vorm Kopf. Ne, da kommen jetzt Power-Ups hin vorm Start. Alter, weil wir noch nicht genug Power-Ups da haben. Mit Chance hat, was abzubekommen. Alle hier am Tesla spulen. Ich krieg ja nicht Felix hat Moment, wieso fährt denn der auf den Kopf? Felix hat sich gerade verabschiedet. Oh Gott. Yo! Yo! Natürlich! Natürlich! Ja, tschüss, Felix. Der Bodenlüfter ist gar nicht so schlimm. Aber schön, wie es auch sich aussortiert hat. Oh no. Jo, jo, ich bin noch. Nee, bin ich nicht mehr. Schön, wie es dich aussortiert. Scheiße. Jetzt bist du raus. Nein! Ich habe irgendwie meine. Jo, nee, schon wieder! What? Ah, scheiße, ich war ja noch drin. Ah, ist so wieder, wenn Felix nicht fahren kann, fliege ich raus. Das ist doch eine absolute Frechheit hier. Au, scheiße, wo fahre ich hin? Auf jeden Fall nicht da, wo du hin solltest anscheinend. Oh Mann, ey. Das ist absolutes Chaos. Wir spielen nicht mal den Chaos-Modus. Ich glaube, Bot hat gewonnen. Mit Gegner extrem ist es echt wie... vom Gegner besiegt werden. Das ist echt die mieseste Klatsche. Ich bin noch Zweiter geworden. Ich habe einen geschafft. Einen Bot habe ich geschafft. Jetzt kriegt man hier... Kriegt man das? Kommen wir bis dahin? 8000? Ja doch, können wir hin. Ja doch, Stoßkills, 8500 schon. Ich kann es aber nicht beschleunigen. Zack. Ja. Oh, es gibt ein neues Auto. Ja, das haben wir vorhin schon eins gehabt. Das schwarze haben wir freigeschaltet. Ja, Gegner extrem. Also ja, der Kottenmaus, das sieht aber sehr nach einem Ford ST aus. Ich muss noch mal ganz kurz. Oh, Felix. Ich habe noch nichts gegessen. Ach, das läuft ja durch wie Wasser, wenn ich was trinke. Dann isst doch was. Ich könnte dann mal eine Essenspause einschieben. Ja. Könntest du mal machen. Könnte ich mal machen. Da wird es wahrscheinlich Pizza oder... Ja, das würde dann länger dauern. Bolognese mit... Hackfleisch mit Soße und Spaghetti. Das wäre wahrscheinlich dann der Moment, wo Sono wiederkommt und dann... Wenn du mit dem zocken kannst und bis dahin wäre ich fertig. Das Zeug könnte abkühlen, dann könnte ich wieder mit zocken. Aber dann müsste erstmal so eine auftauchen, weil sonst spielst du ja alleine und das wäre ja... Ja, dann spiele ich ja was anderes, wenn ich alleine bin. Ist auch okay. Willst du jetzt eine Essenspause machen oder nicht? Nein. Ich brauche bloß kurz eine kleine Pause. Also. Ja, ich habe schon verstanden. Du musst das nie weiter ausführen. Es gibt Leute, die finden das widerlich. Ich weiß nicht, ob da jemand da ist, aber... Es hört ja niemand. Yeah. Es hört niemand. Vielleicht wirst du damit zum Streamer-König, ein Kumpel, der die ganze Zeit im Bad... Nein. Einfach nein. Bin wieder da. Achso, du hast jetzt den genommen. Ich mag meine Betty. Kann ich nicht sagen. Nichts anderes. Ich mag die einfach. Alles klar. Ich muss die Leute unbedingt am Montag bearbeiten. Warum seid ihr nicht online gekommen? Alter, das ist Sonntag. Was hat das sonst zu tun? Familie oder so? Nein! Ach du Scheiße. Das ist doch jetzt schon wieder... Ich hasse es. Oh, man sieht von deinem Farbe, wer es platziert hat, ist hier jetzt erst. Echt? Ja. Jeder, in dem, wer das platziert, ändert sich die Farbe für das Teil. Ich flieg Nein! nur! Wie soll ich denn hier... Wie ist denn hier durchgekommen? PC. Vor allen Dingen gilt im Looping nicht dieser Windschatten. Doch, ich denke schon. Nein, ich bin gerade die ganze Zeit hinter einem Gegner gefahren. Ich bin kein... Ich habe zwei Leute überholt im Looping. Oh, da oben. Ich bin kein Move näher gekommen. Ich habe zwei Leute überholt im Looping. Batz. Batz. Dann kriegst du den Turbo nicht und fliegst raus. Na geil.
Oh richtig, Mann. Richtig das Spiel ad absurdum drehen. Oh Mann, du musst es auch aber selber noch schaffen oder solltest du selber versuchen zu schaffen. Mach jetzt doch. Aber ich fliege raus, weil ihr zu schnell seid. Ich habe versucht, den Vorderen zu verlangsamen. Was passiert hier? Das läuft schon mal super. Hui. Oh Gott, ich bin links vorbei. Vorbei. Ja, du bist links und rechts vorbei. Wir haben das schön synchron gemacht. Synchron rausfliegen. Du bist ja diesmal, gelb und. Nee, blau. Ich bin blau. Gelb ist Bot. Ich bin blau. Tschüss. Gelb. Du bist hellblau, ich bin dunkelblau. Ich komme jedes Mal mit den Farben durcheinander. Jedes Mal hast du eine andere Farbe. Du kannst, kannst es nicht beeinflussen. Das geht einfach nicht. Das hängt am Auto. Welches Auto du nimmst, ist die Farbe. Ich weiß nicht, ob man irgendwie einstellen kann, ob man Teamfarben hat oder sowas. Keine Ahnung. Bergauf driften. Ach du Scheiße. Wie soll das denn gehen? Das ist eine Runde mit echt krassen Zeugs. Ich habe noch versucht, da was zu verlangsamen, aber die Bots fahren einfach. Oh, ja, nee, ich bin schon wieder verlangsamt. Ich habe direkt den Schleim mitgenommen, obwohl ich noch invincible war. Ich auch. Nice. Und er ist runtergefallen. Okay, wir haben noch einen Versuch. Es sind so viel Sperren auf dem Weg, dass du das eigentlich gar nicht schaffen kannst. Das hilft schon, wenn du nicht in den Looping reinfliegst. Oh, yo. Irgendwie habe ich mich im Looping gedreht. Wie auch immer das geklappt hat. Alles klar, noch ein Versuch. Was, wenn wir 3-4 Mal nicht durchkommen? Genau, du kannst aber austesten. Ups. Ich bin drüber. Juhu. Ja, ich auch. Wir haben es geschafft. Felix ist raus. Die Bots ist irgendwie das mit dem Steuer. Egal. Jo, alle, tschüss. Ich sehr gut, wir haben die Bots gekillt. Wir kriegen Punkte, die Bots nicht kriegen. Juhu. Felix, schieb mich nicht raus, du Sau. Ich bin Erster. Aber das war echt jetzt so eine Scheinwerferkante bei dir. Kann doch auch sein, ja. Bin ich überhaupt Erster? Ja, doch, bin ich. Weil du gedriftet bist. Aber bin ein bisschen ingedriftet, ja. Ich habe die kürzere Gleichstand auf dem ersten Platz hier. Ich glaube, ich will noch ein bisschen mehr Strecke haben, die man fahren kann, sinnvoll. Echt jetzt? Ich habe das Ding bekommen, ich wollte den Ventilator haben. Hast du wohl verkackt. Mit dem Ventilator. Ja, natürlich! Und man so schon die komisch sauschwer kriegt. Die Bots. Also auf Extrem machen die Bots echt fiese Positionierungen. Von den Sachen. Bei den Bots auf Extrem, da hat sich wahrscheinlich der Entwickler irgendwie. Oh Gott! Und dann gesagt so: Ja, komm. Das läuft jetzt. Alter! Ich muss nur fertig fahren. Sehr schön. Auch fett sein hilft natürlich, dass man nicht so rumfliegt, ne? Weil wenn du fett bist, fliegst du nicht. Wir spielen gleich Geocacher oder so ein Spaß. Wieso? Ich häng schon wieder an irgendeiner Seite fest, die rumspackt und... Oh Gott, was passiert hier? Ich bin da irgendwie durchgekommen. Ich habe nicht verstanden, mich, wie, aber ich bin da halt, durchgekommen. Mich nervt halt auch. Weißt du, du startest eine neue Runde und hast sofort wieder eine andere Farbe, obwohl du dasselbe fucking Auto nimmst. Naja, weil ich das. So was vom Kotzen. Weil ich das Auto doppelt genommen hatte in der letzten Runde. Naja, aber warum behalte ich dann nicht die Farbe? Ja, das ist eine gute Frage. Das fuckt mich halt ab. Geht ja nicht darum, wer es zuerst ist, sondern wer Spieler 1 ist. Ja, super, ich bin Erster. Ist doch gut. Ja, ich komme trotzdem nie ran, weil. Ja, du hast ein paar Checkpoints so ausgelassen. Das war so ziemlich der einzige Checkpoint. Ich glaube, das war wirklich der einzige Checkpoint. Aber es hilft dir schon besser als nicht Erster sein. Sieht aus wie eine Postleitzahl. Jetzt habe ich irgendwas genommen. Ich kann noch nicht mal rückgängig machen, weil ich noch nicht mal weiß, was ich jetzt. Du musst halt gucken, was du nimmst und nicht einfach nehmen. Ja, weil irgendein fucking. Fucking fuck fuck, du hast die Bomber. Die Gummibomber. Ja, weil irgendein fucking PC. Nein, nicht dahin. Typi. Ach man, den vor dem Looping ist doch eh schon Abfuck des Todes. Oh Mann. Ja, so
es macht einfach Spaß. Du musst einfach nur Leute abfucken. Es geht gar nicht darum, ob du es spielen kannst selber. Du musst einfach nur Leute abfucken. Ich bin. Schöne Sache, schöne Sache. Ich fliege über alle drüber und komme so durch. Man, dann kam hier irgendwo. Ich habe schon wieder eine andere Farbe oder was? Nee, das ist immer noch hellblau, die ganze Zeit. Hui! Da gehe ich immer vom Gas jetzt bei dem Sprung, damit ich durchkomme. Felix hat einfach. Ey! Hey, grün ist bei mir Bot, ich bin schon wieder hellblau. Du bist so die ganze Zeit hellblau diese Runde. Nee, ich war vorher grün. Nein, du bist in dieser Runde, seitdem die Punkte resettet wurden, die ganze Zeit hellblau. Benny und ich sind Raul. Die ganze Zeit bist du hellblau, ich bin dunkelblau. Und tschüss, zu früh eingelenkt. Jupp. Oh, nee, ich will noch Ziel und so. Ja, bin ich ins Ziel gekommen. Vierter. Die Punkte brauche ich, so dringend. Aber kann er natürlich... Mich verwirrt das halt jedes Mal mit diesen fucking Zahlen. Ja, ich versuche jetzt nicht mehr deine Farbe zu nehmen und behalte einfach deine Farbe bei und dann wird das schon. Nee, wir müssen einfach, oder ich muss einfach gucken, ob die Farbe, also wenn ich ein Auto auswähle, kannst du noch nie, oder darfst du noch nie sofort über die drücken. Vielleicht wird's was, wenn man nochmal B drückt und das Auto nochmal auswählt, dass eine andere Farbe bekommt. Hm. Wir hatten aber auch gerade drei Blautöne, fällt mir gerade so auf. Wir hatten mein Dunkelblau, dein Hellblau und dieses Türkis und ein Gelb. Mm. Also war auch jetzt nie die optimale Farbauswahl, sage ich mal so. Ja, das wäre cool, wenn man in dem Spiel selber nochmal andere Farben wählen könnte. Ja, vor allem gibt es ja offensichtlich die andere. Es gibt ein schwarzes Auto, du kannst schwarz nehmen. Oder halt noch ein blaues Auto. Falls du noch nicht genug Blau hattest. Willst du jetzt was essen? Erstmal. Ich roche jetzt erstmal ganz schnell inne. Wie wär's, wenn du was essen gehst und dann reden wir nochmal drüber? Weil ich habe heute Zeit, Lumi ist bis 17, 18 Uhr weg. Ich glaube, nach dem Essen wird ein fetter Mittagsschlaf fällig. Oder du machst das. Ist auch okay. Na, noch eine Runde können wir aber. Bist du sicher? Ich hab das Gefühl, du wirst ein bisschen hangry. Ich werde nie angry, es sind nur Spieler. Nee, hangry, das ist, wenn man genervt ist, wenn man von Kleinigkeiten genervt ist, wenn man Hunger hat. Dass man reizbar wird, wenn man Hunger hat. Eine Mischung zwischen hungry und angry. Genau. Hangry. Genau, alles nervt dich einfach nur, weil du Hunger hast. Wie nennt man das, wenn man englische Wörter miteinander... verschmilzt, keine Ahnung. Chaos. Ist das dann noch Englisch? Nee, hat ja nichts mit Deutsch zu tun, sind ja zwei englische Wörter. Ist es dann Summary Englisch? Summary Englisch? Okay, das ist halt auch ein Blau. Moment. Nee, kann ich da irgendwie? Nee, das ist das. Ich drück gerade mal alle möglichen Tasten hier. Okay, WASD kann ich auch noch steuern. Und versuche irgendwie die Farbe zu wechseln, aber ich sehe keine Variante. Einfach nochmal kurz aus dem Remote Play Together raus, kostet ja nicht dann Zeit. Wieso? Muss ich ja nicht, um das auszuprobieren. Ich will ja gucken, vielleicht, ob ich die Farbe wechseln kann. Eine Tastenkombi. Oder ein Tastadier. Ich google das einfach mal, wie werden der? Make way... Ups, ich habe mein Caps Lock an. Make way change color. Videogame? Finde einen Weg, um die Farbe zu ändern. Da wirst du bestimmt viele Vorschläge bekommen. Ja, der ist leider irgendwie bei Modern Warfare. Ja. Das Spiel ist nicht so bekannt, würde ich mal sagen. Ich würde einfach Makeway Spiel eingeben und dann Farbe ändern. Ja, dachte halt international. Ich habe schon Makeway Videogame Farbe ändern eingegeben, aber ich glaube, das geht nicht. Makeway Spiel Farbe ändern. Aber ja, also das erste Ergebnis, was ich auch bei Spiel, ich glaube, der ignoriert das einfach, weil mit Make Way und Spiel. Das erste Ergebnis ist fehlerhafte Darstellung von Farben in Spielen Microsoft Community. Farbwechsel bei allen Objekten auf der Druckplatte ab Layer X. 3D-Druck anscheinend. Fix, Farben ändern sich bei Spielen unter Windows 11.
Ey, und dann, cool, es gibt jetzt einen Kottenmaus, das habe ich gar nicht gesehen. Ja, der ist aber auch wieder blau. Warum ist er so viel blau? Also, eine Farbschwäche? Es gibt echt viele blau, also ich kann hier ein hellblau nehmen, ich kann hier dann so ein ausgeglichenes Blau nehmen, ich kann hier ein richtiges Blau nehmen, ich kann hier dieses Türkis nehmen. Ich glaube, ich nehme einfach mal dieses Orange, da kannst du es hoffentlich unterscheiden. Ja. Du bist hellblau weiter. Nee, du bist immer noch blau dann, sozusagen. Mal sehen, wie sich der Kottenmaus fährt. Meiner. Anscheinend. Dafür platziere ich zuerst. Dafür platzieren alle zuerst. Ja. Alter. Ja, da kommt halt immer noch ein Checkpoint, alle so und so viel Distanz. Meter. Ja. Zentimeter. Ich find's geil, dass dieses Büb kommt, wenn wir alle schon. Wait, ich hab die Steuerungshilfe aktiviert, weil ich alles Dinge versucht habe. Siehst du das? Ich hab so einen Boppel hinten dran. Ah. Ich bin raus, weil ich in meinen eigenen Schleim gefahren bin. Ich glaube, ich hab gerade einen Cheatcode aktiviert. Ich würde nochmal kurz rausgehen. Moment, zum Hauptmenü. Ja. Nee, das machen wir jetzt alle. Nee, das ist ja doof. So, lokaler Kampf. Klassisch. KI war extrem. So, Entschuldigung. Alles gut. Jetzt ist auch deaktiviert, ja. Das habe ich halt alle Tasten vorhin gedrückt. Ich war heute einfach zu früh wach. Wann warst denn du eigentlich wach? Du warst doch irgendwie auch bis fast eins munter. Ich war bis fast eins munter. War dann gegen 6.30 Uhr bin ich wach geworden, habe ich noch ein bisschen im Bett gelegen. Boah. Da habe ich noch ein bisschen im Bett gelegen, habe ich noch mal rumgedreht und eine halbe Stunde geschlafen. Also während ich noch vorher ein bisschen am Handy gesessen bin. Direkt nach dem Start. Alter. Erstmal alle links, rechts ausweichen. Während ich halt noch ein bisschen am Handy gesucht habe, dann habe ich halt. Oh Gott. Ja, ich bin raus. Ja. 7.30 Uhr bin ich aufgestanden. Dann habe ich zuerst meinen Bart gewaschen, dann eine Bubble eingeschmiert. Uiuiui, den nehme ich. Ja. Doppellooping. Yeehaw. Hast du das auch gerade gesehen, was der Bot noch genommen hat? Ja, dieses schmale Ding, diese schmale Brücke. Hey! Alles klar. Schlaf halt nicht. So, jetzt aber. Alter Verwalter, ey. Ja, Doppellooping, sag ich ja. Richtig schön. Der Bot sitzt gemütlich. Ja, der Silber oder Weiße, der sitzt schon die ganze Zeit nur Hindernisse irgendwo hin. Ich glaube, das ist die dritte Runde, wo der nur Hindernisse setzt. Die Sau. Ja. Felix, nicht hängen bleiben, ich bin hinter dir. Okay, jetzt bin ich nicht mehr hinter dir, das ist okay. Oh Gott. Nein! Ich bin raus. Das waren dicke Punkte für Felix, das nicht mehr. Oh Gott. Oh. Ja, den hat's weggehauen. Aber der ist trotzdem drin, weil der relativ. Erster. Wupp, wupp, wupp. Die Stricke kriege ich noch hin. Rausgeflogen. Was? Bist du rausgeflogen? Ja. Das ist nicht so schön. Der Vierte hat noch keine runde Punkte gemacht. Keine einzigen. Ah, ein Highway. Highway. Nehme ich den doch mal. Wait, auf dem Highway. Ja. Ist auf dem Highway in so ein Hochpuster? Keine Ahnung. Nee, der Grüne setzt noch Hochpuster, glaube ich. Oh, okay. Der hätte einen setzen können auf dem Highway. Alles klar, natürlich. Ja, dort geht's ja. Weiß ich nicht, du kommst raus. Du kommst ein bisschen schräg raus. Und dann wirst du hochgepustet und. Oh fuck, ich hab zu sehr eingelenkt. Alle raus. Machen wir noch eine Runde. Ich fall noch. Ja, machen wir noch eine Runde. Bam. So, Versuch Nummer 2. Das hilft mir natürlich, weil ich war der Erste, der rausgeflogen ist. Weil ich zu dumm im Lenken war. Und ich bin raus. Und ich bin wieder raus, weil ich direkt nach dem Start. Nee. Oh fuck. Bis dahin war es so ein guter Versuch. Denk dran, da kommt nach dem zweiten. Ich schaff den nicht von der Geschwindigkeit her, den Looping. Ja. Hä? Wie geht denn das? Ich bin doch gestartet, ganz normal, hab Gas gegeben und schaff den von der Geschwindigkeit her nicht. Oh shit. Ja, der hat uns hart gebumst. Ja. Ja. Du hast das Auto nicht mitgenommen, was uns da hart gebumst hat. Erster! Könnte sein, ja. Felix kriegt erstmal ein paar Punkte. Ja, du hast ja schon ein paar Punkte.
Der Bot 4 hat richtig hart aufgeholt, aber ja, das ist der erste Platzbonus. Partyhorn! Ich glaube, ich werde den Typen mit dem, also die, die dieses Supermarkt Simulator rausgebracht haben, nochmal anschreiben. Wieso? Das ist gut. Naja, du hast neben deinem Verkaufsraum hast du noch ein Lager. Aber du kannst die Verkaufsgüter auch einfach in deinem Verkaufsraum platzieren. Das heißt, du brauchst das Lager nicht. Das Lager füllt sich ohne automatisch auf, wenn du Zeug in dem, sag schon. Ich verstehe es eh nicht, von daher, also ich kenne, also ich weiß, was ein Supermarkt-Simulator ist, aber ich weiß nicht, wie die Spielmechaniken sind. Naja, das Lager bringt per se erstmal null, weil das bleibt so klein, wie es ist. Genau, ich bin auf dem Ding gespawnt und ich bin wieder direkt gespawnt, wo dieses fucking Ding ist. So, schaffe ich es diesmal? Nö, ich falle einfach runter. Wenn du dort spawnst, kannst du den Doppellooping nicht machen. Fett. Ja. Guter Respawn-Punkt. Ey! Ich werde übel weggebannt! Weil die anderen Leute gegen Autos fahren, muss ich dann leiden. Ihr Schweinchen. Ihr kleinen, kleinen... Oh Gott, das ist der Kamin. Der Kamin, der Kamin, der Kamin. Auf der Strecke mal Chaos. Nein! Wieder kurz vorm Ende. Ja, jetzt werfe ich es weg. Ich war gerade noch Erster. Da steht sogar Zeit noch auf der Seite. Ich war gerade noch Erster, aber jetzt nicht mehr. Das wird eine Bot-Runde werden. Ja, die, wir spielen halt gegen extreme Bots. Vielleicht reicht Hart ja doch irgendwie aus, um vielleicht noch zu gewinnen. Also nach dem Match würde ich mir dann erstmal Essen machen. Gönn dir Essen. Tja. Also, da kann ich jetzt schon mal kurz das Hackfleisch rausnehmen. Ich weiß, wo ich das hinmache. Moment. Wo ist es? In welche Richtung? In die da. Ja, da ist ein Boost. Ey! Als ob du jetzt... Warst du das? Nee. Der Bot hat einfach... What? Gewesen sein. Der Bot hat mir einfach gerade die Position geklaut. Ja, hatte ich schon ein paar Mal. Ja, aber... Der hat was gemacht, damit es noch schlimmer wird, den Doppellooping zu machen. The fuck? Was hat er denn gemacht? Der hat eine Sprungschanze vor den Doppellooping platziert. Hier oben. Oh, vom Spawnpoint? Hä? Warum komme ich jetzt nicht hier rüber? Weil ich rechts oben bin. Ich bin noch da. Zack. So. Hier, guckst dir an. Da. Da, siehst du es? Nee. Da, wo mein Pfeil ist. Das ist übel dumm. Werde ich ja spätestens sehen, wenn ich da hinkomme. So, hier. Ja, das Spaß. Ist auch nett. Der Booster kurz am Ausgang der Kurve. Wir boosten jetzt alle mal ein bisschen. Sind alle boostet. Ja, dieser Ener Poller direkt nachher aus. Du wirst immer links gespawnt und fährst dann volle Möhre gegen diesen Pumper. Ja, und jetzt schaffen wir es wieder nicht, weil wir... Was ist denn das? Das ist doch dumm! Wieso schaffst du das? Gerade so und ich bin rausgeflogen. Und jetzt schaffe ich es nie, weil ich es nie in den Spawn geschafft habe. Nee! Nee, Mama! Ich schaff die Stelle da nicht. Raus. Ja, ich fliege auch die ganze Zeit raus. Es ist nicht hier so, dass ich jetzt hier clean durchfahre. Oh Gott. Nein! Was? Kannst du vor Kurven ab? Selten. Nur wenn ich weiß, dass ich die sonst nicht kriege. Ich fahre ja schon wieder fast die Bande hoch. Ja, du solltest vielleicht ein bisschen mehr lenken. Mehr lenken? Mehr nach links? Ja, jetzt nicht mehr. Ey, cool, ich bin der Erste. Ich werde so geklappt gerade. Der Bot 4 hatte die ersten zwei oder drei Runden 0 Punkte. What the fuck? Er hat gewonnen. Ja. Alter. Das kommt jetzt auf jeden Fall. Das Screenshot-Ding. Alter. Mann, dann bist du ja schon wieder Dritter, wenn ich. Ja, ja. Aber extreme Bots sind halt extrem. Da bin ich dagegen. Falls wir das nochmal spielen irgendwie. Jetzt wäre Sonnenszeit. Was ist das eigentlich? Da musst du davor bremsen, damit du überhaupt rüberkommst. Genau. Ach du Scheiße. Hä? Und das wurde sogar. Was ist das? Ja, ein Sack. Große schwingende Säcke, die schwingen wahrscheinlich hin und her und du kannst weggeschoben werden.